So, ha, jetzt müssten wir beide Ton haben. Zu sehen sind wir sowieso schon. Oha, Hallo hallo. Chat. Hallo Chat. Warum läuft eigentlich? Doch, mein Chat im Bild läuft auch mit weiter. Ich weiß nicht, er hat ein bisschen Schluckauf teilweise, aber ihr seid alle da. Hallo, liebe Leute im Chat. Und wir machen heute ein bisschen was anderes beim Worldbuilding. Normalerweise sitze ich hier mit dem Thomas oder manchmal auch alleine oder zum Beispiel mit der Melanie Philippi und sie malt. Heute sitze ich hier mit dem Steffen, den kennt ihr hoffentlich. Falls ihr das nicht tut, das ist der Steffen. Hallo. Und ja, der Steffen beschreibt sich selber immer als Marketing-Fuzzi, aber heute geht es darum, dass er auch in seinem Job Rollenspiel macht. Zum Glück, ja. Ich glaube, wäre ich nur Marketing-Fuzzi, wäre es für mich selbst sehr traurig, muss ich sagen. Ist keine Branche, die an der dein Herzblut hängt. Ach du, also wir könnten auch einen ganzen Stream darüber machen, wie sich die Marketingbranche in den letzten 10 Jahren verändert hat und worum es jetzt mittlerweile dabei geht und was das denn noch mit dem alten Werbungsmachen zu tun hat. Aber ich glaube, es würde jetzt zu weit führen. Aber Ja. nein, da hängt jetzt mein Herz nicht unbedingt dran. Stimmt. Hi Tiefsee, sagt der Hallo. Chat. Team Tiefsee. Ja, genau. Der Steffen spielt ja auch bei uns öfters mit, beziehungsweise wir tauschen auch hin und her, dass auch wiederum ich zum Beispiel beim Steffen mitspiele, häufig dann auch mit den Orkis zusammen oder sonst irgendetwas, immer wenn es auch irgendwie besondere Events gibt. Und auf seinem Nur, dass eigenen ihr Kanal. eine größere Kadenz habt, deswegen mehr Platz. Deswegen bin ich öfters bei euch als ihr bei mir Ja, so. das hat, genau, das Bedingt hat sich so. mit dem Sendeplan zu tun. Wir haben mehr Plätze, die wir vergeben können. Aber immer wenn es irgendwie einen Geburtstag gibt von Am Tavernentresen oder von deinem Kanal, dann wird auf jeden Fall eingeladen und dann kommen wir alle herbeigepilgert und spielen mit dir zusammen zum Beispiel Numenera. Ich weiß es auch sehr zu schätzen, dass du einer von den Leuten bist, die diesem Spiel die Treue halten in Numenera Deutschland. Beste. Ich spiele es leider nicht oft genug, weil ich finde, dass es natürlich immer schwierig ist, Leute dafür zu begeistern, die bisher noch nicht viel damit zu tun gehabt haben, weil sie sich denken, was zur Hölle, wenn man das denn erklärt. Aber wenn die Leute erstmal drin sind, dann haben sie richtig Bock drauf und das macht mir am meisten Spaß. Und worauf ich mich aber auch freue, wir spielen ja in 2 Wochen, spielen wir ja Itras B, oder? Ja, das ist Freue zumindest mich der auch sehr Plan. drauf. Also ich habe auf jeden Fall Ja. zugesagt, weil das klang extrem spannend, ein surreales oder surrealistisches Rollenspiel. Und ich bin da wirklich, also so, was kann ich da machen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Weil so ein bisschen abgefahrenen, mindblown-Stuff, den mag ich wirklich sehr gerne im Rollenspiel. Oh, ja, da freuen sich die Leute auch im Chat auf Itras B. Übrigens, Sehr gut. sowieso vielen, vielen Dank schon mal an alle, die gerade Abos erneuert haben. Da Basti zum Beispiel, Magma Kammer, oh, ein guter Name, explosiv. Ursus Explicatoris ist auch schon 32 Monate dabei. Der Krass. Erklärbär gehört hier zum Urgestein. Regelrecht. Worum geht es da bei Itras B? Wir kommen gleich dazu, worum es hier geht. Das ist nämlich Telemar, Alles das gut. ist was ganz anderes. Aber Itras B, das, wo wir das nächste Mal zu Gast sein werden, wäre es dann noch von Orkich auch jemand, oder? Ist da die Bananepick dabei? Anna Nepik ist dabei. Wollte Ivy nicht mit dabei sein? Ich bin mir gar Oh, nicht das mehr kann ich mir sicher. vorstellen, ja. Ich gucke gerade noch mal rein. Warte, warte, warte. Ich glaube, Haselnuss oder Sus sind noch dabei. Oh ja, Ivy hat sich auch gemeldet und Haselnuss hat sich auch Ja, genau gemeldet. richtig. Ja, danach sieht es aus und Bananepick, glaube ich. Dann sind wir 4 das, genau. Wird schön. Ja, Auf jeden Fall. man spielt in einer Stadt, die einer Traumgöttin gehört oder anhängt, nur die Göttin ist verschwunden und in der Stadt passieren extrem seltsame Dinge und die Realität ist nicht das, was sie zu sein scheint. Genau, es ist sehr angelehnt an so künstlerische Werke wie zum Beispiel von Dalí oder ähnlichen, zerfließende Uhren und sowas. Und das Spannende daran ist mechanisch, es gibt quasi keinen Charakterbogen, es ist ein sehr erzählerisches Spiel. Es gibt aber so Karten, die man ziehen kann, wo entweder steht, ja, das, was du versuchst, passiert, aber es passiert noch was anderes. Und einmal am Abend darf man auch, darf jede Person eine Zufallskarte ziehen, die so ein bisschen wie so ein Zufallsereignis ist bei irgendwelchen Brettspielen, wo so steht wie, alles wird plötzlich zu einem Stummfilm. Das heißt, man muss dann plötzlich genau Schilder rumhantieren und hochhalten. darf nichts mehr sagen und Schilder hochhalten und so. Okay. Es wird, glaube ich, eine Mordsgaudi. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise was wir erleben werden, aber das ist auch Sinn der Sache. Von daher wird super. Ja. Ich erinnere mich ein bisschen an die Invisible Sun-Runden, die wir mal gespielt haben. Das hat ja ein bisschen einen ähnlichen Ansatz, ein surrealistisches Rollenspiel, wo einer der Plots war, der sich auch so zufällig ergeben hat, dass alle Gegenstände in einer Kneipe angefangen haben, Spinnenbeine zu kriegen und wegzulaufen. Ja, Ja, so ähnlich. ganz weird ist es in Telemann nicht. Telemann, die 13. Stadt. Das Logo zeigt
Kristalle und eine Stadt, die möglicherweise mit diesen Kristallen fliegt. Also es sieht so ein bisschen aus, als wäre das der Horizont, der da so in der Mitte des Logos ist. Aber wir haben bisher eine Folge online von dieser Reihe, die du leitest, für Funk in Zusammenarbeit mit Rocket Beans. Weil, also da kommt dieser Zusammenhang her. Und du meintest gerade eben so, sollten wir darüber reden, dass es dafür Geld gibt? Also erstens, du kriegst natürlich für deine Arbeit daran Geld. Und full disclosure, ich wurde tatsächlich bezahlt, Worldbuilding-Beratung zu machen und habe mehrere Stunden mich mit dem Steffen zusammengesetzt und dann haben wir über Dinge geredet, wie was brauchen wir auf jeden Fall, was muss vorher festgelegt werden, wie können wir eine innere Logik herstellen, wie können wir Sachen greifbarer machen und brauchen wir eigentlich ein Runenalphabet, solche Dinge. Ja, und das hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen. Also das schon mal vorneweg. Vielen, vielen Dank, Mari. Das ist extrem hilfreich gewesen. Und ich muss sagen, wenn man nochmal jemanden dabei hat, der auch noch so erfahren ist wie du, der nochmal Fragen stellt zur Spielwelt und sich Dinge hinterfragt, die ich mir vorher ausgedacht habe oder andere Leute sich ausgedacht haben, ist das mega hilfreich, wenn man nochmal selbst darüber nachdenkt, was man eigentlich gerade irgendwie zu Papier gebracht hat und ob das überhaupt sinnvoll ist für andere Personen. Das ist, ja, das ist der Hauptjob irgendwie. Mir wurde mal gesagt, das heißt Rubber Ducking. Weil man irgendwie, ich glaube, es geht darum, dafür zu sorgen, dass alles wasserfest ist, sozusagen, nach dem Konzept. Aber ja, das war mein Job und vor allen Dingen, was ich meistens mache, wenn wir auch so Spielleitungstipps, Krams oder so etwas machen, ist, ich habe schon sehr, sehr viele Fehler gemacht, weil ich das sehr, sehr lange mache schon mit dem semi-professionellen oder professionellen Spielleiten und Worldbuilding. Und ich kann einfach sagen, hey, ich habe folgenden Fehler schon mal gemacht. Hast du den vielleicht auch gemacht? 90% Wahrscheinlichkeit, ja. Ja, also die Sache ist, Fehler bei Worldbuilding ist sowieso so eine Sache. Ne? Ja. Also, wenn eine Welt ist da und man hat ein paar Namen verteilt, das ist meistens, ist das ja schon genug für eine Rollenspielrunde. Aber jetzt ist natürlich, glaube ich, ein bisschen mehr Druck bei diesem Großprojekt dabei, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also letzten Endes, um das nochmal aufzugreifen, was gleich im Chat gefragt wurde, das ist, wie schon gesagt, ein Projekt von Rocket Beans für Funk und die Kirchen. Das ist aus einer Kooperation entstanden, die wir schon super lange haben mit den Kolleginnen. Und wir haben früher immer so historische Pen and Paper gespielt, weil wir gesagt haben, wir wollen irgendwie das Thema Pen and Paper mit historischen Themen und moralischen Fragestellungen verknüpfen. Es gab also sowas zum Thema Pest, es gab was zum Thema Wikinger und all sowas. Und dann haben wir jetzt gesagt, wir wollen das Ganze mal ein bisschen auffrischen, weil irgendwie, gab es schon seit 4 Jahren und wir wollten das mal ein bisschen neuer gestalten. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich würde ganz gerne daraus eine Fantasy-Geschichte machen, aber keine klassische Fantasy, sondern ein bisschen auflockern das Ganze. Und daraus ist dann eben Telema entstanden, was es jetzt auf einem niegelnagelneuen YouTube-Kanal namens Würfelbande zu gucken gibt. Und dort würde jetzt in den nächsten 4, 5 Wochen insgesamt 4 Folgen hochgeladen werden, 5 Folgen. Und wir haben dafür auch komplett neue SpielerInnen gecastet, die vorher noch gar keine Kameraerfahrung hatten, was sich als extrem Glücksgriff herausgestellt hat. Und ja, insgesamt ein sehr spannendes Projekt. Das hat aber auch, weil du es gerade angesprochen hast, glaube ich, einen Großteil meines Jahres dieses Jahr irgendwie so beansprucht, weil es doch relativ viel zu tun ist von, man schreibt irgendwie ein Konzept für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk runter, bis hin zu, das Ganze ist dann im Kasten und man muss noch die YouTube-Beschreibungstexte schreiben und so weiter. Also da hängt auf jeden Fall viel dran und natürlich dadurch, dass solche Sachen auch relativ gut bezahlt werden, natürlich auch entsprechender Druck, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Wollen wir mal ein bisschen drüber reden? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr spoilern. Das ist nämlich nicht unsere Absicht. Es gibt bisher eine Folge, wo die Charaktere vor allen Dingen vorgestellt wurden und die Stadt, in der sie sich befinden. Und es ist so ein Setting, zumindest jetzt am Anfang, dass du so, du hast diesen Stadtstaat und da ist auch der Fokus drauf. Also eine Riesenmetropole mehr oder weniger. Und du hast, glaube ich, schon sehr früh entschieden gehabt, dass diese Stadt so ein klassisches auch Gesellschaftsbild in ihrer Architektur darstellt. Magst du ein bisschen erklären, was so dein Grundgedanke war? Ja, also wie eben gerade schon gesagt, ist das Wichtige bei dieser Kooperation oder bei diesen Pen and Papern, die wir machen, immer eine gewisse moralische Fragestellung, die im Zentrum steht der Geschichte. Das heißt, wir wollen so ein bisschen mit dem Pen and Paper auch Leute zum Nachdenken bringen, weswegen wir jetzt in diesem Fall 2 Themen so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt haben. Das eine ist zum einen, dass die Charaktere alle jugendlich sind und so eine gewisse Coming-of-Age-Story erfahren. Das heißt, sie müssen sich von ihrem bisherigen Leben verabschieden und müssen in ein neues, eigenes Leben treten und müssen dabei vielleicht auch liebgewonnene Personen zurücklassen. Das ist so der eine Themenpunkt. Und der zweite Themenpunkt ist eben so dieses
die Gesellschaft hinterfragen, das System, in dem man reingeboren ist, von dem man vielleicht auch profitiert, weil man irgendwie höher gestellt ist, das so ein bisschen zu hinterfragen und so Leute zum Nachdenken darüber zu bringen, in was für einer Gesellschaftsschicht sie sich denn eigentlich befinden und in was für einer privilegierten Situation sie vielleicht per Zufall reingeboren worden sind, um damit eben auch so ein bisschen Empathie für Leute zu schaffen oder für andere, ich sag's mal, Gesellschaftsschichten. Dafür ist es natürlich immer hilfreich, wenn man gerade bei so Pen-Paper-Geschichten, das hat man, glaube ich, auch in Filmen und Serien, wenn das Ganze sehr, sehr plastisch macht. Deswegen ist es bei uns wirklich so, es gibt drei Gesellschaftsschichten, es gibt quasi die Unterschicht, es gibt die Oberschicht und die Mittelschicht. Und die sind wirklich in dieser Stadt, die wir hier aufgebaut haben, auch physisch voneinander getrennt. Diese Stadt ist quasi aufgebaut auf mehreren Ringen, die an einem Berg liegen. Und ganz unten wohnen die klassische Arbeiterschaft und die Armen. Im mittleren Bereich wohnen die HandwerkerInnen und alle Leute, die so ein bisschen was an Reichtum angehäuft haben. Und ganz oben in kleinen Palästen und überall da, wo es grün ist, wohnen die Reichen und schließlich die Kaiserin, die über das Ganze wacht. Und das klingt erstmal so ein bisschen platt am Anfang, finde ich. Aber ich muss sagen, das hat uns sehr, sehr geholfen, auch in der Gruppe so interne Spannungen zu finden, weil wir haben es tatsächlich geschafft, dann zwei Leute aus der Oberschicht zu haben, zwei Leute aus der Mittelschicht und zwei Leute aus der Unterschicht in unserer Abenteurergruppe. Und das führt zu so großartigen Szenen, weil unsere Spielenden auch einfach so fantastisch sind. Ich glaube, wir haben die ersten 50 Minuten haben wir nur damit verbracht, unsere Charaktere vorzustellen und haben nicht einmal gewürfelt, weil das irgendwie so ein tolles Zusammenspiel war. Und deswegen war ich da ganz happy, dass es so gut funktioniert hat. Und auch wenn es ein bisschen ja, mit der Faust ins Gesicht ist, es hat, finde ich, trotzdem gut funktioniert. Und manchmal muss es einfach so sein, damit man es schneller versteht. So. Ja, das ist etwas, was ich auch gerne als der The Manga Way of Worldbuilding irgendwie bezeichne. Es gibt, ja. Es gibt viel Fantasy-Mangas, auch klassische oder Science-Fiction-Mangas, die halt so, dies ist eine Metapher, Worldbuilding ja. haben. Aber der Reiz ist ja jetzt in dem Fall nicht so eine weltbewegende neue Idee, eine Stadt, wo man die ja. Gesellschaftsschichten sehen kann. Das ist ja, ich glaube, so 4, 5 könnten wir einfach standardmäßig, ob das jetzt irgendwie Battle Angel Alita ist, wo es halt wirklich die Stadt gibt, die über allem anderen drüber schwebt. Oder so Sachen wie Elysium, was da auch, glaube ich, ein bisschen dran angelehnt war. Und Neuromancer, der Ursprung, das erste Mal, dass wirklich so die Reichsten der Menschheit sich nach ganz oben ins Orbit und dergleichen zurückziehen. Das ist per se nichts Neues. Dann ist immer die Frage für mich, was kann man im Detail machen, um ja. das spannend zu machen? Und da haben wir viel drüber geredet, wie kann man diese Stadt real machen? Weil das Konzept so, wie du sagtest, in your face, mit der Faust ins Gesicht, sehr abstrakt ist erstmal. Diese drei Ringe, fertig. Aber wie leben die Leute da tatsächlich? Ja. Und da wurde dann viel dran rumgeackert. Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Was hast du da alles an die Spielenden bringen können mit Beschreibungen? Und haben die auch selber was eingebracht? Also vielleicht, um es nochmal zu ergänzen, wir haben eine weitere Besonderheit der Spielwelt ist, dass erstmal ist es eine Steampunk-Welt, beziehungsweise, das habe ich bei dir gelernt, den Begriff, eine Arcano-Punk-Welt. Das heißt, es ist eine Mischung aus einer industriellen Welt, die sich gerade in einer industriellen Revolution befindet, irgendwo vergleichbar mit dem viktorianischen England. Diese ganze industrielle Revolution basiert aber nicht auf Dampfmaschinen oder so etwas, sondern komplett auf Mana-Kristallen, also einer Kristallart, die mit magischer Energie gefüllt ist und die quasi riesige Maschinen antreibt, Luftschiffe zum Fliegen bringt oder Licht in kleinere Haushalte bringt. Und durch den Verbrauch dieser Mana-Steine hat sich in dieser Spielwelt, in der wir spielen, in der Natur ein dichter, giftiger Nebel gebildet. Was bedeutet, dass die Städte in unserer Spielwelt mehr oder weniger so kleine Inseln sind, die von diesem dichten Nebel geschützt sind und wo einfach sehr, sehr viele Menschen leben. Das war so das eine. Und wo auch viele Menschen leben, die sich irgendwie innerhalb der Stadt selbst versorgen müssen. Also es gibt außerhalb der Stadt wenig Bereiche, wo eben dieser Nebel nicht ist. Das heißt, es gibt wenig Möglichkeiten, Essen anzubauen, Tiere zu halten, zu jagen und so weiter. Und deswegen, da haben wir, glaube ich, viel drüber gesprochen, wie essen die Leute denn überhaupt? Also was essen die in den jeweiligen Vierteln? Wo bekommen die ihr Essen her? Und was passiert so mit der alltäglichen Arbeit? Wo kommen diese Kristalle her?
Wie kriegt man eben die Standardgüter, die man so braucht zum Leben? Ich glaube, darüber haben wir uns als erstes viel unterhalten. Und das hat, finde ich, auch super geholfen, den Spielenden einen besseren Einblick dazu zu geben oder sie für die Welt für sie erfahrbarer zu machen. Und sie haben dann direkt gesagt: So, ah ja, klar, das ist dann ja so und so. Und ich verstehe, die haben quasi automatisch verstanden, wie die Welt für sie funktioniert und können deswegen, glaube ich, bessere und tiefgreifendere Charaktere bauen. Das war, glaube ich, das Wichtige. Aber ich habe denen auch sehr viel Freiheiten gelassen. Es gibt zum Beispiel einen Priester bei uns. Wir haben zwar, glaube ich, unter uns so ein bisschen allgemein überlegt, wie könnte ein Glaube in der Welt aussehen. Aber wir haben nie genau definiert, wie zum Beispiel die Priesterkaste und so weiter aussieht. Und das hat die Person quasi dann komplett mit mir erstellt. Und wir haben daraus so einen kleinen Tele-Evangelisten-Club gemacht, der so ein bisschen Oh sehr, Gott. sehr hardcore religiös ist. Das war aber sehr lustig. Oder unsere Schurkin hat einen kompletten Diebesclan entworfen, der eben im Nebelviertel, das ist quasi das unterste Viertel, unterwegs ist. Und daraus hat sich so eine kleine Peaky Blinders-Gang quasi herausgeschält, die so ein bisschen mafiamäßig über die Unterstadt wacht. Und das hat, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ja, das ist nicht, ist auch einer der angenehmsten Parts an Worldbuilding, wenn man mit den Leuten, mit denen man das Spiel zusammenarbeitet und dafür Sachen ausarbeitet. Und das ist eigentlich bei nahezu allem, was ich auch bisher gebaut habe, so gelaufen. Das heißt, die Leute, die als erstes eine Kampagne spielen von irgendeinem Setting, das selber geschrieben ist, werden auch diejenigen sein, die da ganze Regionen und televangelistische Kirchen oder dergleichen dann mitbestimmen. Und es ist immer, das war auch ein Part, worüber wir geredet haben, es ist immer schöner, Input aus mehreren Richtungen zu haben, weil im eigenen Kopf ist immer irgendwie eine Beschränkung drin, was man sich ausdenken kann. Ja. Und was du angesprochen hast, das mit wie ernähren sich die Leute. Also ich finde, alle Fantasy-Settings oder generell alle Settings müssen mir irgendwie erklären können, was essen die Leute? Und nicht alle müssen, weil das nicht für alle wichtig ist, aber ich finde es auch ganz gut zu wissen. Und wo geht das hin, wenn es verdaut ist? Ja, absolut. Ja. Also, gibt es eine Kanalisation? Wie ist die? Oder ist das ein System, wo die Leute tatsächlich morgens ihre Nachttöpfe in große Fässer leeren, die dann rausgekarrt werden oder solche Sachen? Einfach wie? Was wären so Dinge, die in einem normalen Tag ablaufen und Jobs, die man erledigen muss und Dinge, die selbstverständlich sind und was mache ich mir zum Frühstück? Einfach solche Sachen. Und dann eben auch Sachen, was passiert eigentlich im Laufe meines Lebens? Sind Dinge, die die Gesellschaft von mir erwartet? Und es ist ja tatsächlich ein sehr großer Plotpunkt bei dir, dass die Gesellschaft von einem erwartet, dass man diese verschissenen Mana-Kristalle besorgt, ohne die Ja. alles andere nicht geht. Genau. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, auch das Erste, was ich mir überlegt hatte bei Telemar, oder wo ich zuerst gedacht habe, so, okay, da würde ich gerne drüber nachdenken, ist, wie kann diese Stadt komplett autark funktionieren? Natürlich ist es immer einfach, in so einer Spielwelt zu sagen, ja, das funktioniert über Magie. Das Wasser wird gereinigt durch Magie oder es wird nach oben gepumpt durch Magie und so. Aber ich hatte mir dann überlegt, so, nee, ich will eigentlich mich mal so ein bisschen in die Recherche begeben und gucken, wie kann man denn etwas mit dem Technologiestand so bauen, dass es quasi komplett autark funktioniert, ohne dass irgendwie, dass möglichst viel Trinkwasser recycelt wird, dass möglichst viel Essen irgendwie wieder verwertet wird und so weiter. Und das ist gar nicht so einfach, ist mir aufgefallen. Also ich habe mich dann irgendwie beschäftigt mit so Da Vinci-Spiralen, die irgendwie das Wasser nach unten ziehen, aber irgendwie ein bisschen Magie muss irgendwie immer mit da drin sein, weil ansonsten kommst du, glaube ich, da auch nicht weiter, ohne jetzt wirklich komplett sämtliche naturwissenschaftliche Gesetze dieser Spielwelt irgendwie zu definieren. Aber es hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, weil das sind so Dinge, über die man manchmal oftmals gar nicht nachdenkt, so in seinem Standardrepertoire an Fantasy-Welten, die man vielleicht hat. Und deswegen fand ich das mal ganz spannend, über sowas nachzudenken. Aber es ist auch sehr, sehr arbeitsintensiv gewesen, diese ganze Recherche dazu zu betreiben. Und es ist am Ende etwas, was die Spieler in 90% nicht sehen. Ja, das ist auch so ein Punkt. Ich gebe zu, dass ich mich auch manchmal echt, das scheint dir ja auch passiert zu sein, in solche Recherchen total irgendwie verbuddeln kann. Und dann so, wie viel Liter Wasser verliert man in einem System, das in einer Hydrokultur und mit Tilapiafischen in einem Tank quasi ohne irgendwie große weiteren Dinge auskommt, nur mit ein bisschen Fischfutter? Und bei welchen Temperaturen muss man so viel Wasser, Liter Wasser die Woche zuführen Ja. oder sonst irgendetwas?
Das ist der Punkt, wo man vielleicht einen Schritt zurück machen muss. Ja, absolut. Ja. Aber es macht so viel Spaß, weil man was über die reale Welt lernt. Und ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, du hast dieses High-Fantasy-Setting mit Mana-Kristallen und mit dieser sehr abstrakten Stadt. Aber recherchiert hast du realweltliche Dinge. Genau. Mein Anspruch war es eigentlich, und das war auch ein bisschen too much, muss man auch einfach sagen, dass wenn jemand mich fragt, ja, aber wie funktioniert das und das, dass ich dem dann eine logische Antwort geben kann. Und die Antwort nicht ist, das funktioniert über Magie. Das finde ich immer ein bisschen faul, manchmal. Aber ich bin auch nicht ganz so rumgekommen. Ich habe offensichtlich meine Kamera nicht ganz scharf eingestellt. Sauerei. Es tut mir leid. Ich kann das jetzt nicht machen, ohne groß aufzuspringen und Dinge umzureißen, erfahrungsgemäß. Das fällt irgendwie nicht auf. Zumindest auf meinem Monitor nicht. Naja. Okay. Was ist denn das Weirdeste, was du dafür recherchiert hast? Die heißen nicht Da Vinci-Spiralen, sondern... Nee, wie heißen die denn? Warte. Aristotelische? Nein. Aber irgendein Grieche war es. Ja, warte. Ich glaube, das war auch das Weirdeste. Das sind quasi Wasserpumpen, die aber nur mit Wasserdruck operieren und nicht mit Strom oder so. Archimedische Schraube. Dankeschön. Archimedische Schrauben. Dankeschön. Ja. Ja. Richtig. Ich wusste, es war ein Grieche und er fing mit A an. Richtig. Es ist schon lange her, dass ich das recherchiert habe, aber genau das meinte ich genau. Es ist quasi eine Pumpe, die mit Handbetrieb funktioniert. So. Weil ich habe mir gedacht, wenn das Wasser nach unten fließt, in die Kanalisation, muss es da irgendwie aufbereitet werden und dann muss es irgendwie wieder hoch. Und dazu braucht man ja Pumpen. Aber wenn man halt nicht alles über Magie erklären will, muss es halt irgendwie anders mit mechanischen Pumpen funktionieren. Und da sind mir diese archimedischen Schrauben, glaube ich, untergekommen. Ja. Die brauchen gar nicht, brauchen relativ wenig Energie. Und also im Vergleich zu den meisten anderen Pumpsystemen ist das, glaube ich, ihr großer Vorteil, weil im Endeffekt sich nur diese Schraube dreht und dabei durch die Form das Wasser anhebt. Ja, genau. Und in Ostfriesland haben das Menschen tatsächlich mit Windkraft gemacht. Die haben quasi kleine Windmühlen dran gebaut, um damit quasi Sachen zu entwässern, was halt super schlau ist. Ja. Und das hatte ich mir auch so ein bisschen für die Stadt vorgestellt, dass quasi in der Stadt selbst überall Windmühlen hängen, kleinere Windräder, dass viele Leute, das hatten wir auch dann besprochen, so ein bisschen zu Selbstversorgern werden, die vielleicht jetzt nicht einen riesigen Bauernhof haben, aber vielleicht auf dem Balkon ein Huhn und eine Tomatenpflanze oder so. Das war so ein bisschen, glaube ich, das Gros, was ich recherchiert habe. Ja, ich weiß, dass wir auch über vertikale Felder bzw. Urban Farming und sowas alles geredet haben. Stimmt, genau. Ja. Weirdes Zeugs, ja. Also wir hatten kurioserweise so zwei extreme Pole, nämlich einmal Realweltrecherche und wie kann man diese Stadt anfassbarer machen und einfach grounded machen für die Leute und auf der anderen Seite dann richtig High Concept, High Fantasy. Ja. Wo kommen diese Mana-Kristalle her? Was machen die eigentlich? Was ist dieser Nebel? Wer ist die Kaiserin? Warum brauchst du diese Mana-Kristalle? Und was ist eigentlich Telema? Und so weiter und so fort. Ja. Welches war denn der Pool von den beiden, an dem du dann am Ende mehr Spaß hattest? Ja, natürlich ist es eigentlich so, dass der Fantasy-Aspekt an der ganzen Sache noch mal ein bisschen interessanter ist, weil er ein bisschen einfacher von der Hand geht, zumindest mir. Mhm. Und da hatte ich dann auf jeden Fall auch am meisten Spaß mit. Ich habe aber auch immer Spaß daran, irgendwie Dinge, die irgendwie schon feststehen, irgendwo zu hinterfragen und so. Und das haben wir dann, glaube ich, auch gemacht. Wir haben als erstes uns die einzelnen in D&D bereits, wir spielen D&D, falls es das hätten wir vielleicht dazu sagen sollen. Richtig. Ah, ja. Wir haben uns die Charakterklassen genommen und haben uns überlegt, wie können wir die quasi leicht umschreiben, sodass sie für unser Setting interessanter sind. Weil natürlich ist es irgendwie, Schurken sind immer irgendwie überall gleich, aber zum Beispiel Barden könnten in der einen Spielwelt eine ganz andere Funktion haben als in der anderen. Und das haben wir uns, glaube ich, relativ früh überlegt, was ich sehr, sehr gut fand, weil dadurch auch so ein bisschen das Setting ein eigenes Feeling bekommt, auch für die Charakterklassen. Und in der Spielwelt, das hatte ich, glaube ich, relativ früh festgelegt, sollte es auch so sein, dass Zaubern jetzt nicht unter Strafe steht, aber nicht mehr gern gesehen wird, weil
die Geschichte der Spielwelt sehr, sehr von sehr stark von Gewalt geprägt ist und von Kriegen, die natürlich auch magisch ausgefochten wurden. Und seitdem es jetzt aber Frieden gibt in dem Reich, was ich quasi geschrieben habe, verlässt man sich ganz auf die Technologie. Und Magie ist archaisch, das haben nur früher Leute benutzt, um sich gegenseitig Feuerbälle an den Kopf zu werfen. Wir sind natürlich jetzt viel zivilisierter, weil wir diese Mana-Steine haben. Und das ist quasi so ein bisschen der Kerngedanke auch der für Magie wirkende Klassen in unserer Spielwelt. Was aber auch wiederum dazu führt, dass man halt nicht sagen kann, so, ja, du kommst halt von der Magierakademie, weil es gibt keine Magierakademien so richtig. Und das fand ich eigentlich sehr spannend, wenn man dann den einzelnen Klassen noch so einen kleinen Drive geben konnte, nochmal so ein bisschen was anderes bringen konnte. Und es war ja im Endeffekt sozusagen auch in-world nötig. Das ist ja dann der Punkt, wo Konzept von das wollen wir für Funk liefern auf und das bringt D&D mit. Ja, stößt, ja, wie du sagtest halt. Ne? Hier hast du den Magier, ganz klassisch, und hier hast du, in dieser Welt gibt es eigentlich keine Magierschulen. Und wie kriegt man das dann irgendwie zusammen? Ich finde das tatsächlich ziemlich spannend, auch jedes Mal beim D&D-Bauen und mit auch einige der interessantesten D&D-Welten oder Experimente rings um D&D sind aus einem ähnlichen Gedanken entstanden, nämlich zu erklären, warum die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren oder sie anzupassen, so wie Eberron oder Ptolus, die ja so vom Hintergedanken ein bisschen ähnlich sind. So, warum gibt es das eigentlich? Oder ist das bei uns vielleicht anders, weil es dann logischer ist, die Idee? Ja. Mana-Steine, die Umwelt vergiften, yay. Ja, das ist auch eine sehr offensichtliche Metapher. Oder wie es vorhin im Chat schon hieß, ja, du hast nur heißes Wasser und ein tolles Leben und genug zu essen, weil du halt eben dafür die Zukunft deiner Kinder vergiftest. So ist das nun mal. Auch das leicht offensichtlich, das stimmt. Aber es ist, was ich halt spannend finde an der Spielwelt ist, dass sie quasi schon relativ dem Ende nahe ist, sage ich jetzt mal. Es ist fast schon eine postapokalyptische oder eine apokalyptische Welt, die kurz vorm Kollaps steht und trotzdem kann man immer noch spaßige Abenteuer darin haben. Das Ganze irgendwie so ein bisschen, auch so ein bisschen am Rande der Wahrnehmung irgendwie steht. Es ist zwar ein Stilmittel, aber es ist jetzt nicht so, dass alle 5 Minuten daran erinnert wird, so. Das war mir sehr wichtig, dass wir auch ein spaßiges Abenteuer haben können und nicht immer nur mit dem Moralfinger da sitzen und sagen, nein, 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 Spaß dürfen wir hier nicht haben. Denk mal darüber nach, was Spaß bedeutet. Da können wir jetzt länger drüber reden, weil das für jede Person was anderes bedeutet. Aber was ich gerade auch noch fragen wollte, ist jetzt nicht unbedingt Spaß illustrieren, das heißt irgendetwas, aber hast du denn deinen Spielenden Material gegeben, um zu sagen, so sieht's aus? Oder wie hast du denen irgendwie die Welt vermittelt? Nur mit Erzählen oder? Ich habe tatsächlich, wir haben, glaube ich, also auf Basis unserer Gespräche ist ein Dokument entstanden, was gerade mal so ungefähr 8 Seiten lang war oder so, 8 oder 4 Seiten. Und das habe ich den Leuten quasi gegeben. Da haben wir gesprochen über einmal so, was wollen wir mit dem Abenteuer erreichen? Wo will die Kampagne hin? Dann aber auch, wie ist unsere Spielwelt aufgebaut? Wie funktioniert Magie in unserer Spielwelt? Wie funktioniert das Götterwirken in unserer Spielwelt? In welcher Stadt befinden wir uns? Was sind die Besonderheiten dieser Stadt? Und dann habe ich noch ein bisschen einen Absatz geschrieben zum Splitterfest. Das Splitterfest ist quasi das, was du vorhin gesagt hattest, eine Art Ritual, welches einmal im Jahr in unserer Spielwelt durchgeführt werden muss, wo die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Gesellschaft sich aufmachen, um nach Mana-Steinen zu suchen. Und die werden quasi nach draußen geschickt. Und diejenigen, die die größten Mana-Steine mit nach Hause bringen, die bekommen, werden mit Ruhm und Ehre überhäuft. Und diejenigen, die keine mitbringen oder nur kleine, müssen einen entsprechenden gesellschaftlichen Abstieg hinnehmen. Und das ist quasi so der Kern, der Auftakt des Abenteuers. Das ist auch kein Spoiler, das passiert direkt am Anfang. Ich glaube, einer der ersten Sätze, die fallen im ersten Video. Und das ist quasi der große Aufhänger für das ganze Abenteuer. Und deswegen habe ich das den Leuten auch noch mitgegeben, damit die wissen, ah, okay, das ist quasi der Ausgangspunkt. Da startet mein Charakter so. Und ich glaube, mehr habe ich denen gar nicht mitgegeben. Genau, wir hatten halt noch gesagt, ihr müsst alle junge Erwachsene im weitesten Sinn spielen. Also ich glaube, die Jüngste ist so im verhältnismäßig ungefähr 16 in Menschenjahren und der Älteste, glaube ich, 19. Und worauf wir auch noch sehr viel Wert gelegt haben, ist, dass man nicht nur seinen Charakter definiert, sondern auch die Bezugspersonen in der Spielwelt. Also normalerweise ist es ja
oft bei vielen klassischen Fantasy-Helden so, meine Eltern sind von einem Drachen gefressen worden, als ich 4 war. Seitdem bin ich im Waisenhaus aufgewachsen und habe da Schlösser knacken gelernt oder so. Uns war wichtig, dass es tatsächlich Bezugspersonen gibt, wie Eltern, LehrmeisterInnen oder dergleichen. Und deswegen haben wir da auch sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass die Leute sich tatsächlich Familien bauen. Eine Spielerin hat mir, glaube ich, einen Stammbaum gezeichnet, der bis auf 4 Generationen zurückging. Und das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant und sehr, sehr spaßig, muss ich auch sagen. Aber erfordert natürlich auch immer so ein bisschen, wer war das nochmal? Wo kam die Person jetzt nochmal her? Deswegen haben wir immer gesagt so, okay, wir sagen immer so 1 bis 2 Personen pro Spieler, weil bei 6 Spielenden ist es dann doch ein bisschen schwieriger, sich mehr zu merken. Und das hat tatsächlich auch sehr gut funktioniert. So. Es wird gefragt, wie kann man in der untersten Klasse noch weiter absteigen, wenn man da nur ein Mannerbröckchen mit nach Hause bringt und kein Mannerstein? Man kann dann tatsächlich nicht weiter absteigen, das ist richtig, dann ist man quasi schon unten. Aber man bekommt natürlich auch immer vorgelebt, dass es natürlich auch Möglichkeiten gibt, aufzusteigen. Ne? Und deswegen macht man natürlich an diesem Splitterfest mit, weil natürlich in jeder Zeitung steht, überall angeschlagen wird, dass das die einzige Möglichkeit ist, jetzt wirklich aufzusteigen und ein besseres Leben zu führen. Ich muss gerade dran denken, dass wir darüber geredet haben, dass sie die ganze Zeit quasi Durchsagen gibt während dieses Spiels, während des Festes, welche anderen Leute viel besser sind. Ja, richtig, richtig, richtig. Das hab ich zwar nicht, hat sich ins Abenteuer geschafft, weil ich es irgendwie zwischendurch vergessen habe, aber ich habe es mir genauso vorgestellt. Es ist natürlich auch so, das kann man auch sagen, auch das ist kein großer Spoiler, dass die Oberschicht natürlich Mittel und Wege hat, um ihre Sprösslinge beim Splitterfest ein bisschen besser dastehen zu lassen. So, und zwar natürlich, ist es so, dass die Leute in Teams eingeteilt werden und es ist traditionell so, dass die Teams mit einer niedrigeren Nummer, also Team 1 bis 5 oder so, leicht einfachere Aufgaben bekommen als Teams, die ganz hinten liegen oder das letzte Team sind. Also auch alles sehr realistisch. Ja, tatsächlich, tatsächlich, ja. Aber es ist halt, wie schon gesagt wurde, jeder kann es schaffen. Es ist ganz klar, es ist nicht so, jeder kann es schaffen, sondern es gibt das Versprechen, dass jeder es schaffen kann. Und hin und wieder gibt es mal ein Vorzeigebürgerchen, das es tatsächlich geschafft hat, einfach damit die Hoffnung da ist. Wie der Lottogewinn oder der amerikanische Traum. Das ist die Möhre, die den Leuten vor die Nase gehalten wird. Die müssen nur hart genug arbeiten, dann geht das alles von ganz allein. Ja, und wenn du es nicht schaffst, dann liegt es halt daran, dass du nicht hart genug gearbeitet hast. Genau, ja. Es wird auch gefragt, gibt es denn Menschen, nur Menschen oder gibt es auch andere Völker? Also ihr habt ja unter anderem die Charaktere auch vorgestellt so über die letzte Woche und es ist ja ziemlich bunt verteilt tatsächlich. Ja, extrem bunt. Ich habe den Spielenden das komplett offen gelassen. Also mir war es eigentlich relativ egal, was für Völker dort in der Stadt leben, weil ich gesagt habe, so ja, spielt, worauf ihr Bock habt. Und es gibt keine Unterschiede, dass die Gnome alle reich sind und die Orks alle nicht reich oder so. Das ist vollkommen egal bei uns. Und deswegen ist es sehr bunt durchmischt. Wir haben eine weibliche Satyr als eine der hochgeborenen Familien. Wir haben Menschen. Wir haben einen Firling, also eine Mischung aus Vierbeug und Halbling. Und Also normal groß wieder. Normal groß, ja. Aber mit Öhrchen und einem kleinen Geweih. Ja. Und was haben wir noch? Ein Ork oder Halborg habt ihr auf jeden Fall. Ein Halborg, genau, ja. Genau. Und wir haben es quasi so gemacht, ich habe die Leute erstmal gefragt, ja, was wollt ihr spielen? Und dann haben wir uns so ein bisschen überlegt, ja, wie sind denn die Völker in der Spielwelt verankert? Was machen die denn? Haben die irgendwas Besonderes oder so? Aber das haben wir dann nicht weiter ausgearbeitet, zumindest nicht so detailliert wie bei den Klassen. Ja, das ist nämlich auch, es ist ja so, dass durchaus die Idee dahinter war, die Spezies sind alle, wie du sagtest, in allen Schichten anzutreffen und unterschiedlichen Sachen. Es ist nicht so, wenn du einen Ork spielst, dann bist du ein Barbar aus dem Norden, sondern du bist halt der Typ von dem an, weil alle Kulturen und dergleichen ja ohnehin in dieser Stadt schon konzentriert sind. Wir haben auch mit der Variante von D&D gespielt, wo du quasi nicht Boni bekommst, je nachdem, welches Volk du auswählst, sondern dir deinen eigenen Boni auswählen darfst, weil ich finde, dass ich wollte nicht noch ein größeres Fass aufmachen bei dem Thema und deswegen dachte ich mir, ja, sollen sie spielen, was sie wollen. Das ist dann für die, glaube ich, befriedigender für die Leute. Ja. Und also ich meine, das große Thema, das ihr erstmal habt, ist ja ziemlich eindeutig Klassismus und ja, Tradition und Traditionshörigkeit.
Und dann noch Fantasy-Rassismus mit aufmachen. Ist vielleicht eine Baustelle. Ist vielleicht auch ein bisschen too much. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man dann direkt den Leuten mit ihren Charakteren das aufbürdet, möglicherweise auch ohne, dass das sozusagen deren Absicht war. Insofern. Ja. Dafür. Genau. Mann, Bärschwein, halb Mann, halb Bär, halb Schwein. Es ja, ist drin gewesen. Also ein Firling ist noch nicht ganz so weit. Ich finde, wir hatten auch in einer meiner allerersten Rollenspielrunden, falls sich jemand witzig und sagte, ich spiele halb Elf, halb Zwerg, und das sah dann am Ende wieder aus wie ein Mensch. Insofern. Ja. Ein Firling ist halt wieder normal groß, in Anführungsstrichen. Ne? Ein Firbeug und Halbling sich ungefähr ausgleichen. Ich habe keine Ahnung, wie Genetik in Fantasy-Welten funktioniert. Ja. Das weiß niemand. Und das habe ich auch nicht recherchiert. Genau. Muss dann nicht sein. Ob es da Studien zu gibt. Sind Ork-Gene rezessiv oder dominant? Ich weiß es nicht. Rein theoretisch ist nicht die Vorstellung, aber reizbar auch. Ich bin das. Reizvoll. Entschuldigung, dass ich gerade irgendwie so auf einer Tangente mich ins Jenseits verabschiede, dass irgendwie Ork-Gene rezessiv sind. Das heißt, es kann sein, dass irgendwie 4 Generationen später auf einmal wieder ein Ork in der Familie auftaucht. Alle haben schon vergessen, dass sie Vorfahren haben, orkisch. Ja. Es gibt auch ein D&D-Buch dazu. Zu Vererbungslehre. Ich brauche den Titel. Klingt spannend, aber dann ist wieder die Frage, das musst du ja eigentlich für jedes Setting neu schreiben, oder? Ja. Nico macht einen Neandertal-Witz. Ja, Nico ist der Überzeugung, dass Neandertaler mit Homo sapiens sapiens sich fortgepflanzt haben müssen. Und als Beweis zieht er seinen Vater heran. Ich lasse das einfach mal so stehen. Okay, ja. Nico, okay. Ja. Und du sagtest ja gerade, dass zum Beispiel die Sache mit dem Ansager oder andere Dinge es gar nicht dann sozusagen in die fertigen Spielsessions geschafft haben. Wie viel Prozent von dem, was du vorher ausgearbeitet hast, hast du denn tatsächlich an den Mensch, die Satyrin oder den Ork bringen können? Oh, gute Frage. Ich würde sagen so 60%, was schon recht viel ist. Aber ich habe viele Themen auch nur so kurz angeschnitten. Und das Ganze ist vorproduziert, das ist also keine Live-Sendung. Und wir haben es relativ kurz geschnitten. Wir haben dann gesagt, nee, wir wollen jede Folge ungefähr so 90 Minuten lang haben. Und dass man halt das entspannt durchgucken kann und nicht bei so 4 Stunden pro Folge irgendwie sitzen muss. Und deswegen sind ein paar Sachen kürzer ausgefallen, als ich es mir gewünscht hätte. Also ich glaube, man hätte locker 3 Folgen nur damit verbringen können, die Stadt vorzustellen und in der Stadt lustige Leute kennenzulernen und mit den Bezugspersonen der Spielenden irgendwie was zu machen und die besser kennenzulernen. Aber das ist natürlich dann einfach bei der Zeit natürlich dann einfach nicht möglich, was aber auch okay ist. Dafür ist es halt umso kurzweiliger jetzt, glaube ich, geworden. Aber da gäbe es, glaube ich, noch viel zu entdecken. Ich glaube, das erste Feedback, was ich von Funk bekommen habe, im ersten... Das ist kein Spoiler, ich sage quasi nur, wie es ursprünglich gedacht war, so ist es aber nicht. Im ersten Entwurf starten die Spieler, spielen quasi in der Stadt. Und die erste Reise, die relativ schnell passiert, führt sie nach außerhalb der Stadt. Weil ich dachte, es ist irgendwie spannend und so. Und das erste Feedback, was ich von den Kollegen von Funk bekommen habe, ist, Steffen, du hast jetzt hier über 15 Seiten diese Stadt beschrieben. Und das erste, was du machst, ist, die Spieler da rausschicken. Warum? Dann habe ich mich gefragt, ja, warum eigentlich? Und dann sind wir jetzt doch dazu gekommen, dass ein Großteil des Ganzen doch innerhalb der Stadt spielt, weil wir da schon so viel Arbeit reingesteckt haben. Und deswegen ist, glaube ich, auch viel, was wir ausgearbeitet haben, letztendlich auch im Abenteuer gelandet. Weil ansonsten wäre das wirklich ein bisschen seltsam gewesen, glaube ich. Aber ich habe ja noch auf deine Empfehlung hin ein kleines Runenalphabet gebastelt, beziehungsweise mich an Runen versucht. Die haben es ins Spiel geschafft, aber ich glaube, sie waren ein bisschen zu kryptisch. Ja, aber die werden ja vielleicht, also die Frage ist ja, wird es noch weitere Staffeln davon geben? Und das ist etwas, was, glaube ich, erst entschieden wird, wenn die erste gelaufen ist. Genau. Also das ist jetzt ein Experiment, um auch mal auszutesten, wie kommt das an, sowohl bei den Zuschauenden als auch bei Funk tatsächlich. Und gefällt das allen Beteiligten? Und was wir da tatsächlich auch gemacht haben, ist zu sagen, die Grundlagen müssen da sein für eine zweite Staffel. Ja, genau. Weil
Ich meine, ich glaube, wir kennen alle Serien, die nicht damit geplant haben, eine zweite zu haben oder eine dritte oder eine vierte oder wann auch immer man eigentlich aufgehört hat. Und was danach kam, war dann meistens Kacke. Das stimmt, ja. Ob das Babylon 5 ist oder Supernatural, es gibt genügend Beispiele dafür, dass es dann irgendwann den Bruch gibt und eigentlich die Story war vorbei und alle so, was jetzt? Ja, das heißt, wir haben auch Zeit in etwas investiert, was möglicherweise gar nicht nötig werden wird. Und dazu gehört auch das Runenalphabet zum Teil zumindest. Aber ich finde es absolut wichtig, zumindest schon mal drüber nachgedacht zu haben. Weil ich sehe es oft genug, ich bin beim Spielleiten und beim Worldbuilding oft so ein Panzer, so was ganz, ganz furchtbar ist, um das nachher aufzubereiten. Und ich wollte dich davor bewahren, alles spontan sich dann ausdenken zu müssen, wenn es weitergeht oder wie man die Sachen miteinander dann verknüpfen kann später. Das führt aber natürlich dazu, dass wir jetzt in der ersten Staffel, diese ersten 5 Folgen, nicht alle Geheimnisse aufklären. Was wiederum dazu führt, dass Leute vielleicht Bock haben, noch eine zweite Staffel zu bekommen und dann einfach Funk so sehr nerven, dass sie irgendwann sagen, ja, okay, Steffen darf noch mal und Mairi darf auch mitmachen. Könnte auch helfen, vielleicht, wir gucken mal. Ja. Also ich würde jetzt nicht dringend generell empfehlen, Leute zu nerven, aber es gibt ja ein freundliches Nerven. Genau, freundliches Erinnern an Dinge. Ja. Genau, geplant ist auch, wie gesagt, wir haben jetzt diese 5 Folgen. Wenn es zu einer weiteren Staffelproduktion käme, würden wir wahrscheinlich auch mehr Folgen machen. Also mein Ziel ist es eigentlich, daraus halt einen vollwertigen Funkkanal zu machen, wie die vielen anderen Funkkanäle, die es gibt, und damit eben regelmäßig Pen & Paper Content zu liefern. Wie genau, steht aber halt noch in den Sternen. Mhm. Also, nachdem ich für den Bayerischen Rundfunk 2-mal auch historisch, auch mit moralischen Fragen und dergleichen Anspruch Sachen geleitet habe und beides Mal war auf unterschiedlichen Kanälen und wurde auf unterschiedlichen Plattformen als Video on Demand angeboten, kann ich es nur begrüßen, wenn es eine zentrale Stelle für Rollenspiele bei Funk bzw. bei den Öffentlich-Rechtlichen gäbe. Das wird sehr viel Verwirrung und Suchen nach verloren gegangenen Videos auf jeden Fall beheben. Ja, ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen sind ja noch so ein bisschen in der Testphase. Ich glaube, Funk war ja relativ früh oder ist schon sehr, sehr lange dabei, um mal so neue Medien auszuprobieren und so. Ich glaube, wir sind der erste, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir sind der erste Funkkanal mit einem Twitch-Kanal, mit einem eigenen. Ich glaube, es gibt sonst nur einen allgemeinen Funk-Twitch-Kanal, aber kein anderes Format, was einen Twitch-Kanal hat. Und da merkt man einfach schon, haben Bock, Sachen auszuprobieren, was ich super, super gut finde. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bezahle lieber Rundfunkbeitrag für sowas, als für sowas wie das Traumschiff. Ja gut, es gibt auch Leute, die das Traumschiff mögen, verstehe ich alles. Aber ich finde es gut, dass mit öffentlichen Mitteln halt auch solche Experimente gewagt werden und Leute wie wir halt Dinge ausprobieren können auf öffentlichen Kanälen. Das gefällt mir sehr gut. Whisky Pirat fragt, nach welchen Kriterien geht denn es bei Funk, ob das ein erfolgreiches Projekt gewesen ist und wie war die Rückmeldung nach der ersten Folge von Funk? Die Sache ist, was da die internen Richtlinien sind, ich habe keine Ahnung, ob sie das überhaupt gesagt haben und oder ob du das überhaupt weitersagen darfst. Ich kann nur sagen, ihr könnt euch ja anschauen, was zum Beispiel die Sachen, die mit dem Bayerischen Rundfunk, ich mit denen zusammen gemacht habe. Und das war ausreichend erfolgreich dafür, dass es weitergehen wird. Und ich denke, das schafft ihr auf jeden Fall. Insofern, also was ich sagen kann, ist, dass natürlich, es geht bei Funk darum, junge Leute zu erreichen. Es geht darum, die Zielgruppe zwischen 16 und 25 anzusprechen, weil das ist die Kernzielgruppe von Funk. Davor ist quasi, in diesem öffentlich-rechtlichen Kosmos ist davor quasi der Kinderkanal und danach sowas wie ZDF Neo. Und das heißt, da irgendwie so reinzupassen, ist so das Hauptziel. Und alles andere schauen wir. Es gibt keine festen Deadlines aller, ihr müsst aber so und so viele Aufrufe erreichen. Das gibt's nicht. Also Kriterien, was erreicht werden muss, darf ich auch sagen. Oder weiß ich nicht. Aber meiner Erfahrung nach sagen einem die Leute von den Öffentlich-Rechtlichen gar nicht, was die Kriterien sind. Oder irgendwann später nur, ja, haben wir erreicht. Das ist so. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung mit den Öffentlich-Rechtlichen ist. Aber die sind sehr komplex gebaut. Um das vorsichtig zu sagen. Das heißt, man hat immer mit sehr vielen unterschiedlichen Stellen zu tun. Also wir haben jetzt mit dem Bayerischen Rundfunk, mit dem Hessischen Rundfunk zusammengearbeitet. Und ja, Funk ist dann ja noch seine eigene Baustelle. Mit dem MDR hatte ich auch schon was. Also ich glaube nicht, dass wir euch da weiterhelfen können. Aber ihr wisst natürlich auch, wie ihr dafür sorgen könnt, dass irgendwelche hypothetischen Grenzen erreicht werden.
Aber das Gute ist halt auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch bei Funk, dass die halt nicht so sehr von so Klicks abhängig sind wie beispielsweise private Medien. Deswegen auch merklich, dass tatsächlich nicht im Fokus steht. Also es ist jetzt nicht so, wie viel, ich habe noch nie Sachen für ProSieben oder so produziert, keine Ahnung. Aber da stelle ich mir jetzt mal so vor, wenn du nicht einen Marktanteil von 20% erreichst, dann bist du nächste Staffel raus, nach dem Motto. Das ist auf jeden Fall so nicht der Fall, in meiner Erfahrung nach. Der schwächste Spielleiter fliegt. Das ist ja auch mein Oh Format. Gott, die stressigste Show, die ich mir Oh vorstellen Gott, kann. meine Zuschauerzahlen sinken. Ah! Ja. Captain Harmony schreibt, mit über 50 muss ich Traumschiff gucken. Nein, Traumschiff ist erst Pflicht ab 65. Damit wir das einmal geklärt haben. Schlag den Steffen. Wir hatten ja auch lange die Vorstellung, mal ein Projekt zu machen, das die schlimmsten SpielerInnen heißt. Und wo also Spielleitungen, Professionelle und solche, die es werden wollen, sich den grauenhaftesten Spielen, den Archetypen stellen müssen, die Oh also Gott. absichtlich nerven wie Sau. Und dann wird der Erfolg daran gemessen, wie lange die Spielleitung durchhält, bevor sie das Buch wegwirft, aufsteht und geht. Das kann bei mir sehr schnell passieren, fürchte ich. Hey, es hängt immer so ein bisschen von den Leuten ab. Wenn Leute wissen, wie man mich triggert, dann geht das, glaube ich, relativ fix. Ja, da wollen wir jetzt nicht zu sehr nachbohren. Nein, Nicht, nein, nein, nein. ich habe vorhin gesehen, dass zumindest eine von deinen Spielerinnen ist im Chat gewesen. Was? Ja, warte, ich muss Ah, Lotti ist da. Hallo, genau, Lotti. genau. Unsere Showkin. Ja. Nein, Das heißt, nein, ich müsste da den ist alles Charakter aus dem cool. Casting spielen. Aha, offensichtlich hat sie dich da Die war sehr getriggert. anstrengend, ja, bestimmt. Ja, vorhin gab es auch irgendwie eine Frage, bei der ich direkt sagen muss: Oh Gott, bitte, ich möchte nicht, dass mich irgendjemand siezt. So eine Frage, die gesiezt hat oder seltsame Grammatik verwendet hat. Es sind sogar zwei hier. Hallo, Casalia. Und da ging es irgendwie dann bei der Frage darum, wie ist das denn, wie passt denn das zusammen, Viktorianik und Enzai, die Viktorianik, da ging es doch allen Leuten gut. Naja, so ein paar Leuten ging es gut in der Viktorianik, die mit den schicken Kleidern, die auch Ja. irgendwie auf einem Landschlösschen gesagt haben, ohoho, der Mr. So und so hat ein Einkommen von so und so viel 1.000 Pfund im Jahr. Denen ging es gut, ja, dem Rest nicht so. Ja, ich habe so ein bisschen, ich habe in der Zeit, in der ich die Idee gehabt habe, sehr viel Peaky Blinders geguckt, was mich vielleicht ein bisschen inspiriert hat. Und Bridgerton. Das heißt, Well, in das diesem ist Extrem bewegen Regency. wir uns. So ungefähr. Ja, aber damit hat man auch nicht ganz den gleichen Zeithorizont, aber zumindest halt eben auch schon ziemlich die unterschiedlichen Enden der Ja. sozialen Bereiche abgedeckt. Ja. Kai Oldpacker schreibt, Leute, den meisten ging es sehr schlecht. Und da reden wir nur über Großbritannien. Wenn wir jetzt darüber reden, Aha. warum überhaupt die reichen Engländer so reich waren, wie sie waren, dann wird es noch viel unangenehmer. Aber da die Stadt erstmal allein für sich steht, gibt es noch zumindest keinen Kolonialismus. Ist auch nicht für die zweite Staffel geplant, soweit ich mich erinnere. Gute Es ist Güte. noch nichts für die zweite Staffel geplant, oder Ja. noch wenig, Ja, wie wenn wir mal ehrlich gesagt, sind. so ein paar Grundlagen sind drin. Der Chat möchte dich auch nicht hauen, sondern dir lieber Kekse geben. Sehr danke. Das ist doch Ich schön. mag Kekse sehr gerne, ja. Danke. Ja, also, aber deine Spielenden sind nicht diejenigen, die dich fertig machen. Nein, ich glaube, ich habe sie am Ende. Also, man muss sagen, wir waren alle am Ende der Produktion emotional am Ende, weil es tatsächlich ein sehr intensives Spiel war. Und wir einfach alle auch sehr krass in den Rollen drin waren. Und also hinterher waren wir wirklich alle erschöpft. So, wir haben immer. Ich glaube, im ersten Drehtag, es waren insgesamt zwei Drehtage. Am ersten Drehtag haben wir drei Episoden gedreht mit jeweils so 1,5 bis 1 Stunde. Und am zweiten Drehtag haben wir zwei Folgen gedreht, wobei die zweite Folge, glaube ich, fast 2 Stunden lang ist. Und danach ist man schon fertig. So. Ja. Also Rollenspiel, also wer schon so viel Rollenspiel gespielt hat, weiß natürlich auch, dass es schon ziemlich die geistige Leistung erfordert. Und dann halt noch in anderen, unter anderen Bedingungen ist es dann noch mal etwas anstrengender, finde ich. Typical, die Lotti schreibt, Steffen hat uns fertig gemacht. Entschuldigung. Aber, und Bruder Das lassen Tag. wir die Zuschauer entscheiden. Ja, Bruder Tag sagt, ist Orgenspalter bzw. Mairi ein Telemar beteiligt. Ich war hinter den Kulissen ein kleines bisschen beteiligt. Insofern, als das Steff gesagt hat, hey, hast du Bock, Worldbuilding-Beratungen quasi zu machen? Und dafür bin ich auch tatsächlich offiziell bezahlt worden. Das war mein erster Worldbuilding-Beratungsjob in dem Sinne. Also nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe, sondern das erste Mal, dass es halt eben dann in der Zusammenarbeit mit Funk auch wirklich ein Budget dafür gab, was ich sehr, sehr
cool und auch großzügig fand und mich gefreut habe über die Anfrage, dann gleich aus mehreren Gründen sozusagen. Und es war sehr angenehm, muss ich auch sagen, mit dir da zu sitzen, weil du sehr uneitel bist, was das angeht, weil du halt eben, wenn man sagt, hast du darüber nachgedacht, ob das so und so funktioniert, du sagst, oh, guter Hinweis und nicht. Natürlich habe ich darüber nachgedacht, Mairi, das ist natürlich so und so. Nein, das stimmt. Es hilft ja letzten Endes auch überhaupt nicht weiter, wenn ich da sitzen würde und einfach sagen würde, nee, das ist meine Spielwelt, hau ab. Dann hätte ich dich nicht mit reinholen müssen. So. Das ist ja Quatsch. Ne? Und ich finde es aber auch selbstverständlich, dass deine Leistung daran halt bezahlt wird, weil du ja letzten Endes da halt Co-Autorin dann mit dran bist an diesem ganzen Ding. Und das muss einfach bezahlt werden. Genauso wie Artists bezahlt werden müssen, die irgendwie freischaffende Sachen machen. Ich glaube, dass mittlerweile sollte das hoffentlich angekommen sein, dass wenn man das Geld hat, Leute auch für ihre Leistungen bezahlen sollte. Ja. So. Und das ist auch nicht in, wir verlinken dich dann auch oder so. for the exposure. Nee. Ja. Das ist uncool in jeglicher Hinsicht. Robert Jack schreibt, ja, nach 4 Stunden Leiten kannst du mich wegschmeißen, da ist man ausgebrannt. Gerade wenn es Leiten für die Kamera ist und Leiten unter Druck. Also ich kann das mir echt vorstellen, dass es dann nach 2 Drehtagen will man einfach nur, dass ich irgendwo aufs Sofa liegen und nichts mehr von der Welt mitbekomme. Ja, auf jeden Fall. Und das ist aber auch halt, also bei uns war es halt speziell so, das fand ich, ist auch nicht selbstverständlich, dass wir halt Spielende gefunden haben, die als Gruppe einfach sehr gut funktioniert haben, so dass es am Ende halt auch sehr emotional war, als man sich dann wieder voneinander verabschiedet hat und quasi dieses Abenteuer vorbei war. Aber wir stehen immer noch im engen Kontakt, kann ich sagen. Und wir haben uns vor 2 Monaten getroffen und haben die ganzen Folgen einmal vorher geguckt, damit wir auch Fehler vermeiden und so. Wie habt ihr, also du hattest ja ursprünglich das auch groß angekündigt auf verschiedenen Kanälen, dass es ein Casting gibt. Dann haben Leute sich gemeldet. Es haben auch sehr viele Leute sich darüber aufgeregt, dass das Casting nur bis zu einem gewissen Alter ging und dass das ja so nicht geht. Aber das ist nun mal die Zielgruppe von Funk gewesen. Insofern gehen wir darüber hinweg. Wenn ihr nicht angesprochen seid, dann seid ihr halt nicht angesprochen. Aber wie habt ihr denn dann entschieden? Also was waren die Dinge, die dich an den Mitspielenden überzeugt haben? Also wir hatten wir haben natürlich durch die Rocket Beans Community einen großen Pool an Leuten, die sich für Pen & Paper interessieren, was natürlich sehr hilfreich ist. Deswegen wir, ich glaube, 300 Bewerbungen hatten insgesamt. Und das erste war, schickt mir bitte ein 5-minütiges Video, wo ihr mir erzählt, wie ihr zu Pen & Paper gekommen seid oder was euch mit dem Hobby verbindet. So. Daran wollte ich erstmal feststehen, sind Leute in irgendeiner Form telegen? Ich finde, das ist immer ein dummes Wort, weil es Leute so ein bisschen, denen vielleicht einen Stempel aufdrückt, der vielleicht ein bisschen gemein ist, aber man muss gerade bei 300 Bewerbungen halt in irgendeiner Form erstmal aussieben, wo man sagt, okay, bei der Person, die spricht irgendwie nicht frei, die gibt mir nicht das Gefühl, dass das, was sie gerade sagt, tatsächlich ernst gemeint ist. So, die Leute habe ich dann meistens schon relativ früh zur Seite gelegt und habe geschrieben, hey, sorry, aber passt irgendwie nicht. Dann hatten wir, glaube ich, noch 28 Leute, wo wir gesagt haben, okay, das sind quasi unsere A-Kandidaten. Wir haben das quasi eingeteilt in A, B und C. Und das waren quasi die Leute, wo wir gesagt haben, okay, wollen wir unbedingt beim Casting dabei haben. Und insgesamt haben wir uns dann geeinigt auf 18 Personen, die wir dann eingeladen haben, zu uns nach Hamburg. Dort haben wir dann ein ungefähr 1,5-stündiges Probeabenteuer gespielt, in unterschiedliche Konstellationen, aber mit jeweils 6 Spielenden. Das heißt, ich habe dann quasi 3-mal dasselbe Abenteuer geleitet. Wir haben alles aufgezeichnet, weil quasi die Kollegen von Funk zum Beispiel nicht dabei sein konnten. Und dann haben wir diese Sachen ausgewertet und haben so ein bisschen geguckt, wer hat uns denn jetzt hier überzeugt und wer würde denn gut zusammenpassen? Also wir haben den Leuten so ein bisschen Archetypen gegeben, haben die so ein bisschen in kleine Schubladen gesteckt und haben gesagt, so okay, bei der Person könnten wir uns gut vorstellen, dass das die Anführerin der Gruppe sein könnte. Oder derjenige ist vielleicht eher so der Antagonist, der die Ideen der Gruppe immer wieder in Frage stellt. So. Und darauf haben wir uns auf dann die 6 Spielenden geeinigt und haben quasi daraus dann diese Gruppe gebildet. Und das hat hervorragend funktioniert. Also ich war am Anfang selbst skeptisch. Ich habe sowas auch noch nie gemacht, weil wir es auch bei Rocket Beans normalerweise nicht machen. Und das hat, am Anfang dachte ich so, okay, scheiße, es wird richtig kacke, weil wir vielleicht überhaupt gar keine Bewerbung reinkriegen, wer weiß schon. Und hinterher war es so,
das war, war ich der Meinung, das war die beste Idee, die wir jemals hatten, weil wir so viele tolle Leute kennengelernt haben. Wir haben uns mega schwer getan, am Ende wirklich nur 6 auszuwählen. Wir haben sogar schon von 4 Spielenden auf 6 erhöht, weil wir gesagt haben, wir haben zu viele gute Leute. Wir können nicht einfach nur mit 4 Spielenden da sitzen. Und trotzdem mussten wir, glaube ich, noch super vielen Leuten absagen, auch aus der deutschen Rollenspielszene, die man mittlerweile auch kennt, von kleineren Projekten, die fantastisch sind, aber einfach irgendwie entweder nicht richtig reingepasst haben oder irgendwie an dem Tag irgendwie nicht gut drauf waren oder so. Und das ist dann natürlich immer schade, aber dann mussten die leider hart sein. Aber das hat wehgetan. Ja. Und dann, ja, so waren wir dann am Ende. Es ist so eine undankbare Rolle, den Leuten sagen zu müssen, dass es doch nichts wird. Aber es klingt, also es war halt wirklich in dem Sinne ein klassisches Casting inklusive so Screen-Test, nur halt eben, wie ist die Chemie von den Leuten am Spieltisch. Genau. Und auch da nochmal, wir haben natürlich alle Leute, die bei uns in Hamburg waren, denen haben wir natürlich Anfahrt und Hotel bezahlt. Und die Leute, die bei uns jetzt am Spieltisch saßen, haben auch eine Gage bekommen. Ja. Also es geht gerade im Chat irgendwie auch darum, so, aber da musste man ja erstmal Kamera oder sowas machen. Die Leute, die gesucht wurden für die Zielgruppe, sind halt schon die jüngeren und auch technikaffinen Leute, weil es ist ja für einen Twitch-Stream gedacht. Und nur um in Anführungsstrichen da zu sitzen und zu spielen, muss man jetzt vielleicht nicht genau wissen, wie das funktioniert. Aber es hilft, wenn man grundlegend weiß, was die Idee dahinter ist und wie das alles funktioniert. Ja. Das stimmt, wobei wir hatten natürlich auch Leute, die überzeugt haben, obwohl sie nur Handyvideo nur eingeschickt haben. Mhm. So eine von unseren Spielerinnen, die es jetzt geschafft hat, die hat sie einfach hingesetzt von relativ plant und hat einfach ein Handy laufen lassen. So. Und das hat trotzdem funktioniert, weil sie einfach eine gewisse Ausstrahlung hatte und mir halt gegenüber gut vermittelt hat, dass sie für das Hobby brennt und das mega cool findet und unbedingt dabei sein möchte. Und das hilft manchmal auch. Und wir hatten auch viele Leute dabei, die schon super viel Streaming-Erfahrung haben. Und von denen das war für uns nur zweitrangig. Also ich glaube, von denen hat es nur eine Person jetzt tatsächlich in die Endauswahl geschafft. Auch wenn sich viele tolle Leute beworben hatten, zum Beispiel auch Haselnuss und Pewee waren dabei, die kennt man hier vielleicht auch noch. Aber den haben wir beispielsweise auch leider abgesagt, obwohl die super viel Streaming-Erfahrung haben und dann natürlich auch einen kleinen Vorteil. Aber dafür hat die Haselnuss jetzt mehr Zeit dafür, bei uns zu spielen. Also. Genau. Und bei den beiden hat es mir auch sehr, sehr schwer gefallen, den abzusagen, weil ich natürlich mit den beiden privat auch schon gespielt habe und so. Das ist natürlich immer doppelt schwierig. Aber no hard feelings, hoffe ich. Kasalia schreibt, ja, Steffen redet sehr nett über mich, aber eigentlich habe ich ihn über 2 Wochen in meinem Keller gefangen gehalten. Das stimmt doch gar nicht, Keshia. Das stimmt doch gar nicht. Und von Yoko Hone schrieb, als einer derjenigen, die beim Vorlauf viel über den Bewerbungsablauf gemeckert hat, muss ich zugeben, dass du ihr euch wirklich für die Richtigen entschieden habt. Das finde ich eine schöne Aussage. Und sehr fair, das dann auch zuzugeben, sozusagen, im Nachhinein. Da hatte ich zugegebenermaßen jetzt überhaupt nichts am Hut. Ich habe nur so dann immer gehört, so, ja, wir sind jetzt bei der Phase und wir wissen jetzt, dass diese Klassen wahrscheinlich gespielt werden und dergleichen. Aber sie wirkt vor allen Dingen alle sympathisch am Ende. Ja, das ist Wichtigste. Ja. Das ist nicht unwichtig. Und sie wirken nicht so, sie sind es auch so. Keine Sorge. War denn da auch viel Vorarbeit sozusagen, wie funktioniert D&D und wie funktionieren seine Tropes? Oder war das auch so ein Punkt, dass alle Leute, die da mitspielen, auch nicht nur Rollenspiel kannten oder sich dafür interessiert haben, sondern eben auch mit Fantasy-Tropes und D&D vertraut waren? Ja, wir haben extra gesagt, dass D&D-Vorkenntnis gut ist, aber kein Muss. Und ich glaube, von unseren Spielenden haben ungefähr die Hälfte ein bisschen D&D-Erfahrung, eine viel D&D-Erfahrung und 2, glaube ich, gar keine D&D-Erfahrung oder wenig D&D-Erfahrung. Und das hat eigentlich, finde ich, ganz gut gepasst, was aber auch, glaube ich, daran liegt, dass unsere Spielrunden eh immer sehr regelleicht sind. Auch wenn wir uns jetzt mit D&D für ein komplexeres Spielsystem entschieden haben, als das, was wir vorher benutzt haben. Aber dennoch ist es sehr regelleicht. Und ich bin ja auch jemand, der eher mal ein bisschen handwedelt hier und da und nicht alles so irgendwie wie super eng sieht. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht so schlimm gewesen. Aber also, man sollte zumindest schon mal Rollenspiel gesehen haben, wie es funktioniert. Ja. Also ich meine, ist das jetzt eine entscheidende Frage. Wie weit kann man aus dem Stand springen? Und welche optionalen Regeln benutzt ihr? Nun. Steffen. Ja, genau das. Ja. Mussten wir zum Glück auch nicht. Ist nicht vorgekommen, aber ja. Das ist manchmal so ein bisschen. Ja. Wie ist denn generell die Idee,
Also wir haben ja schon drüber geredet, zweite Staffel oder so, sonst was, irgendwas nicht. Aber ist auch Teil von Telema die Idee, die Infos, die jetzt verwendet wurden, Leuten auch darüber hinaus zugänglich zu machen? Also die ganze Worldbuilding-Arbeit und auch das Artwork und das dergleichen gemacht wurde, kann man sich das dann auch noch irgendwo anschauen? Das hängt, es ist noch nicht final geklärt, beziehungsweise wir haben es auch noch nicht besprochen, ehrlich gesagt. Es hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, weil dadurch, dass es ja eine Auftragsarbeit ist, liegen ja die Nutzungsrechte für zum Beispiel Artworks und so weiter bei Funk. Und letzten Endes müssen die es entscheiden. Ich glaube, die wären auch so frei und würden sagen, so, ja, nee, wenn das zum Beispiel nicht fortgesetzt und so weiter werden wird, dann gäbe es, glaube ich, wenig Gründe, die dagegen sprechen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, bis es durch ist, ist es so ein bisschen, also muss man es haben besprechen. Ich glaube, realistisch ist es erst, wenn es quasi komplett durch ist, dass man das dann zur Verfügung stellt. Weil in unserem Skript, was ich jetzt zum Beispiel habe, das kann ich so nicht zur Verfügung stellen, weil da halt viele Sachen drinstehen, die wir auch besprochen haben, die halt zur overarching Story einer gegebenenfalls weiteren Staffel gehören und dementsprechend nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind oder halt Major Spoiler werden. Ja. Major, major Spoiler. Das wollen wir nicht. Ja, ich muss sagen, da waren auch noch eine Menge sehr coole Ideen drin. Also ich drücke alle, also hier, fingers crossed dafür, dass es weitergeht. Und naja. Aber erstmal haben wir unsere Stadt und die Kaiserin und ein paar Runen. Ich war ja immer so ein bisschen, ich war so ein bisschen enttäuscht, Mairi, dass Ja. niemand Druiden gespielt hat. Weil ich finde, Ja. das haben wir sehr gut gemacht mit dem, wie Druiden laufen bei uns in der Spielwelt. Ja, also ohne zu spoilern, aber es hat halt was damit zu tun, dass die Natur auch vernichtet wird kontinuierlich. Also, und dass die Druiden mit ihrer Beziehung zur Natur dann da dementsprechend eine besondere Funktion oder Stellung hätten. Das wäre schon cool gewesen. Wo ich glaube, das können wir tatsächlich sagen. Also die Grundidee bei den Druiden war es bei uns. Normalerweise sind Druiden immer die Alten, die Weisen, die schon seit Ewigkeiten auf der Welt leben und deswegen eins mit der Natur sind. Bei uns sind die Druiden sozusagen das Jüngste oder die jüngste Ausprägung der magiewirkenden Klassen. Das sind nämlich die ehemaligen oder die Gärtner der Oberstadt, die quasi für die Oberschicht die Gärten gepflegt haben und die sich deswegen sehr um die Pflanzen gekümmert haben und die dann von der Natur auserkoren worden sind, ihre Messenger, ihre Boten sozusagen in die Welt zu sein. Dadurch aber auch immer so ein, dadurch, dass die Welt halt so nahe der Vernichtung ist, auch immer so ein Gefühl des Unbehagens haben, des Rastlosen. Und es ist eine Mischung aus recht düster, aber auch sehr weird. Also viele Druiden wissen gar nicht, woher diese Kraft ist, plötzlich kommt und was zur Hölle das eigentlich ist, was sie machen. Und das fand ich irgendwie sehr gut. Ja, dass es einmal umgedreht wird mit, ihr seid nicht die Alten, sondern ihr seid etwas ganz Neues und niemand versteht so Ja. richtig, was es ist, aber es ist dringend, womit ihr beauftragt werdet. Und ein bisschen konnte das mit reinbringen, aber halt nicht als spielenden Charakter, was aber auch Ja. vollkommen fein ist, wie gesagt. Lotti schreibt aber auch, aber du hast es auch gesagt, dass Druiden sehr schwer zu spielen sind. Stimmt, das habe ich auch gesagt. Ja, Druiden sind kompliziert, ja. Dann haben wohl alle gesagt, oh, dann nehme ich was anderes. Sorry. Warum spricht der Baum mit mir? Werde ich irre oder hört ihr ihn auch? So ziemlich, ja, genau, ja. Ja. Es gibt immer wieder hier ein paar Fragen dazu, inwiefern das jetzt nur Hobby ist oder sonst irgendetwas. Der Steffen hat auch einen anderen Job bei Rocket Beans. Aber das hier ist der Part davon, den er lieber mag, würde ich behaupten. Also ja, Das stimmt, ja. das war professionelles Rollenspiel, designen, schreiben und leiten. Kann man so sagen, auch wenn ich mich davor immer ein bisschen sträube, das zu sagen. Das Wieso? weiß ich nicht. Das ist irgendwie so ein Ding, wie ab wann kann man sich Autor nennen oder so? Keine Wenn du was Ahnung. geschrieben hast, das veröffentlicht wurde. So, da, Manche theoretisch habe ich das, ist. aber ich strebe mich trotzdem dagegen, mich so zu nennen. Ich weiß auch nicht genau, warum. Das ist so ein inner, keine Ahnung. Das ist so dieses typische, aber ich habe doch gar keine IHK-Abschluss gemacht. So. Es wird gesagt, die Das Kirchen ist waren wohl. bei anderen Funkabenteuern beteiligt, bei diesem hier nicht. Das stimmt Nein, das stimmt nicht. nicht. Die sind immer noch daran beteiligt, genau. Und also, aber du sagtest, dass das ja eine sehr lockere Sache ist, dass die nur sagen, es muss da eine moralische Frage drin gestellt werden. Genau, die Frage kam natürlich auch bei uns sehr oft auf, deswegen versuche ich das einmal zu klären. Das Ganze kommt eben aus der Kooperation mit Funk. Und Funk ist ja ein öffentlich-rechtliches Medium. Und die Kirchen haben durch den Rundfunkstaatsvertrag, musste ich auch erst lernen, sogenannte Drittsenderechte. Das bedeutet, sie bekommen quasi die Möglichkeit,
aktiv am Programm der Öffentlich-Rechtlichen teilzuhaben. Das gibt es zum Beispiel in Form von, es gibt ja Sonntagsgottesdienste beispielsweise, die auch im Fernsehen laufen und so weiter, aber eben auch in Beteiligung mit Funk. Und ich muss sagen, ich finde die Zusammenarbeit mit den Kirchen extrem gut, weil die Kirchen eben sich nicht dahinstellen und sagen, wir möchten aber, dass alles so und so ist. Das Ganze ist auch keine Werbeveranstaltung für die Kirchen oder so, zumindest nicht, not on my watch, sage ich mal. Sondern es geht immer darum, das Thema moralische Fragen, und zwar nicht im Sinne von Kirchenmoral, sondern einfach in Form von menschlich-ethischen Fragen in den Mittelpunkt zu stellen. Und wie wir das machen, ist letzten Endes unser Bier. Da reden die uns nicht rein. Es geht quasi nur darum, eine gewisse emotionale Fallhöhe zu haben. Und ansonsten sind wir komplett frei. Ich glaube, ich habe jetzt, was diesen zum Beispiel Gotteskult angeht, den ich da gebaut habe, auch nicht gerade ein positives Bild einer Kirche gezeichnet. Und damit waren die auch vollkommen fein. Von daher bin ich da sehr happy mit. Was für Kirchen, doch die Zeugen Jehovas. Nein, die evangelische und katholische Kirche in Deutschland. Also schon das, was man in der Regel sich denkt, wenn man auf Deutsch Kirche sagt. Die mit der Sonderstellung. Per se, die Sonderstellung finde ich doof, aber die Zusammenarbeit klingt ja eigentlich ganz, ganz entspannt. Das auf jeden Fall, ja. Meiner schreibt mal, bei D&D ist satanisch und macht Jesus traurig. Nur in den USA. Das ist auch so ein Ding, als ich quasi D&D gepitcht habe und ein Fantasy-Universum statt historisches Universum, haben die auch sofort gesagt, so, ja, klingt cool, können wir machen. So, und nicht, was ist das? Nee, wir möchten bitte wieder, keine Ahnung, irgendwas anderes machen. Sondern da waren die komplett offen. Wikinger, die sich taufen lassen. Ja, stimmt, das hatten wir auch. Ja. Genau. Was natürlich auch seinen Reiz hat. Es ist ja nicht so, dass historische Settings langweilig sind, ganz im Gegenteil. Da gibt es halt sehr viele spannende Sachen, die man machen kann. Wir haben davon aber halt nur schon sehr viel gemacht. Ja. Und man muss sich auch ein bisschen abgrenzen zu anderen. Ich muss der stete Drang, unnützes Wissen weiterzugeben. Überspringen wir das. Wikinger und Taufe. Wir wollen alles unnütze Wissen. Wir möchten die Pest zurück, 1.1.11. Danke, nein. Nee, aber das ist ja auch die Sache, die Idee dahinter, jetzt tatsächlich Fantasy zu machen und D&D zu machen und dergleichen, ist ja auch durchaus aus den Zielgruppenvorgabe entstanden, weil du ja mehr oder weniger gesagt hast, vielleicht erreichen wir genau die Zielgruppe, die ihr wollt, nämlich junge Erwachsene mit Fantasy und mit Dungeons & Dragons ein bisschen besser als mit etwas komplex Verstiegenerem. Ja, und auch da kam es auch viele Fragen, natürlich auch aus der deutschen Rollenspiel-Community, warum denn schon wieder D&D? Warum spielen wir nicht irgendwie was Kleineres, was Nischigeres? Warum unterstützen wir nicht kleinere Verlage? Und da ist es leider tatsächlich einfach so, D&D ist halt am populärsten. Das heißt, da ist das Potenzial an möglichen Leuten, die das halt kennen und die sagen, cool, das habe ich schon mal bei, keine Ahnung, Critical Role oder sonst wo gesehen, das gucke ich mir an. Das ist halt viel, viel größer, als wenn wir sagen, wir spielen jetzt Wesen oder so, auch wenn ich Wesen liebe und das fantastisch finde. Aber wenn Leute sehen, die spielen Wesen, fragen sie sich, hä? Und Dungeons & Dragons ist bei vielen dann halt ein Begriff, ne? Ja. Oder Tales from the Loop oder so. Aber der Masterplan ist ja, das weiterzumachen und generell mehr Pen and Paper bei den Öffentlich-Rechtlichen zu platzieren. Und dann ist auch Platz für Wesen oder so Tales from the Loop oder Dread oder Monster Hearts oder sonst irgendwas. Das ist zumindest mein Masterplan. Ich finde, ihr arbeitet auch schon sehr gut daran, so ist es nämlich. Und irgendwann haben wir sie weich geklopft. Ja. Irgendwann läuft dann im ZDF um 20.15 Uhr Tales from the Loop. Oder Warhammer Fantasy. Ja. Oh, ich meine, das ist ja fast schon historisch. Siehst du, genau. Richtig, richtig. Und ich meine, was man ja auch sagen kann, sowohl deine Sachen vom Bayerischen Rundfunk als auch jetzt Telema und so weiter laufen ja auch in den Mediatheken von der ARD und ZDF. Ja. Das heißt, ich kann meiner Mutter schön ZDF-Mediathek-Link schicken, wenn ich ihr das zeigen möchte und muss sie nicht auf YouTube schicken. Und dann, mein Sohn. Mein Sohn ist im ZDF, ist in der Mediathek. Das erste Feedback, was ich von meiner Mutter bekommen habe, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist, du kannst aber schön frei sprechen. Oh. Auch nett.
Das ist schön. Das Ja. ist, okay, ich muss das jetzt fragen, weil ich hatte die kuriose Wendung, dass als Teenager mein Vater zum Beispiel ganz, ganz strikt gegen diese Rollenspielsache war und gegen ganz viele von den Ideen, die damit zusammenhängen. Aber sobald ich angefangen habe, damit Geld zu verdienen, war das eine ganz andere Sache. Wie ist denn sozusagen, wissen deine Eltern überhaupt, was das für ein Job ist? Interessieren sie sich dafür? Also ja, ich habe es denen gezeigt, aber ich glaube, sie verstehen es nicht hundertprozentig, was aber auch okay ist. So. Also die wissen, dass ich irgendwas mit Fernsehen mache und irgendwas mit Fernsehen schreibe. So. Das Okay. muss reichen. Ja, das wurde verstanden. Und dass du schön freisprechen kannst. Genau. Das meinte gerade jemand, wenn ihr es schafft, dass die Kirchen erlauben, dass ihr Merkborg spielt, dann habt ihr gewonnen. Ich weiß es nicht. Das ist das mit den umgedrehten Kreuzen und satanistischen Symbolen und sonst das Metal, das Black Metal Rollenspiel ein bisschen, aber natürlich mit Augenzwinkern. Okay. Aber ist es denn jetzt tatsächlich entspannter für dich, auch wo sozusagen erstmal alles erledigt ist und jetzt abgewartet wird, wie kommt es an? Beziehungsweise was ihr macht, ist ja, dass ihr einmal die Woche auch über die Folge redet mit Mitspielenden. Genau. Auch auf dem Würfelhelden. Würfelbande. Würfelbande-Kanal. Ich weiß gar nicht, Würfelhelden stimmt nicht. Nee, genau. Würfelbande-Kanal. Wir wollten es erst Würfelhelden nennen, das war unser erster Entwurf, aber dann haben wir gemerkt, dass es da sowohl schon jede Menge Twitch- und YouTube-Kanäle zu gibt, als auch ein Brettspiel. Und dann haben wir gesagt, ach du, lassen wir das mal. Und genau, wir reden quasi drüber. Ich finde, also ich bin es ja sonst mal gewohnt, weil ansonsten waren unsere Pen & Paper immer Live-Sendungen, meistens Live-Sendungen, zu 90%. Ich bin immer gewohnt, also das mit Sendung zu Ende, Arbeit abgehakt. So. Und jetzt war es so, dass wir das Ganze irgendwie aufgezeichnet haben im August, glaube ich. Und jetzt haben wir Dezember. Und dazwischen ist nicht nichts passiert, sondern wir haben die ganzen Folgen geschnitten, haben Grafiken drüber gelegt, haben Sachen ergänzt, wie Inventare, digitale Lebenspunkte anzeigen und all den ganzen Klimbim. Und ich glaube, ich habe mittlerweile jede Folge 6 oder 7 Mal gesehen, in unterschiedlichen Schnelligkeitsstufen. So von mal anderthalbfach, um zu gucken, ob irgendwelche Schnitte drin sind, bis hin zu wirklich nur jeden Frame sozusagen einzeln durch. Und jetzt ist aber nochmal so ein anderer Stress, weil jetzt natürlich so das Feedback kommt. So. Und man so ein bisschen guckt, okay, wie läuft es denn jetzt? Man guckt irgendwie so ein bisschen zitternd auf die Zahlen. Und jetzt wird es quasi ernst, so. Und man hat den ersten Kontakt mit den Zuschauenden, die ja eigentlich, für die man das ja eigentlich alles macht. Weil bisher haben wir alle gesagt so, boah, das ist voll cool. Hätte jetzt auch sein können, dass alle Leute draußen sagen so, nee Leute, das ist voll scheiße. Und dann wäre es ein bisschen ärgerlich geworden und hätten wir das ganze Jahr für die Tonne gearbeitet. Aber ich hoffe, es ist nicht so. Und bisher sieht es nicht so aus, dass es die Leute scheiße finden. Was schon mal sehr gut ist. Ja, oh Gott, das wäre vernichtend. Ich glaube, hätte ich einfach nie wieder was gemacht. Ich glaube, hätte ich gesagt, so, okay. Ich habe anscheinend keine Ahnung, was cooles Pen & Paper ist. Lotti schreibt, und jetzt kommen auch die SpielerInnen, die euch nerven, ob es weitergeht. Ja. Ihr nervt uns doch schon die ganze Zeit. Nein, ihr nervt uns überhaupt nicht. Das wurde vorhin auch gefragt, warum eigentlich diesmal nicht ein Live-Format? Und ich kann mir vorstellen, dass das auch damit zu tun hat, dass es halt 5 Folgen sind und nicht nur eine Session. Genau, weil wir wollten mal ausprobieren, wie es ist, viel Grafiken einzusetzen. Also was wir haben ist, wir haben Lebenspunkte und Stat-Anzeigen, so ein bisschen videospielmäßig für alle Charaktere. Wir haben Inventar für jeden Charakter. Wir haben die Würfelproben werden quasi immer so aufgeschlüsselt. Da sieht man quasi immer, was ist der Modifikator, was wurde gewürfelt und was ist das Endergebnis. Das haben wir alles gemacht und haben einfach sehr, sehr viel Arbeit in die Nachbereitung sozusagen gesteckt. Und das geht halt nicht, wenn man es live macht. War nicht so gut. Und wir haben, 5 Folgen. Was bedeutet, wir hatten, glaube ich, jetzt insgesamt eine Aufnahmezeit von so ungefähr 16 Stunden oder so. Das kannst du halt nicht in einem Abend machen. Und wenn du Live-Sendungen hast und auch Leute hast, wie unsere Spielenden, die eben aus der ganzen Bundesrepublik kommen, dann ist es nicht so einfach, Termine zu finden. Und dann spielt man wieder einmal im Monat nur oder alle 2 Monate, weil es irgendwie terminlich sonst nicht passt. Und das wollten wir unbedingt vermeiden, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich am liebsten dieses Abenteuer in einem Stück durchspielen. Das hat nicht ganz geklappt, weil wir mussten zwischendurch, weil es eben relativ lang war, eine Pause machen. Aber damit ja die Leute in ihren Rollen drin sind und die Erinnerungen an die Folgen noch frisch sind. Deswegen haben wir gesagt, nee, wir müssen das aufnehmen. Und müssen das halt in die Post-Production geben und das nachbearbeiten, weil es dadurch
qualitativ besser wird. Inhaltlich sowie was das Aussehen angeht. Ja, das ist immer so. Ich gebe zu, dass ich das Live-Spielen sehr gerne mag, weil ich das direkte Feedback mag, weil ich es mag zu sehen, ob die Leute im Chat dazu was schreiben. Hint, ich freue mich immer, wenn Leute im Chat was dazu schreiben, was gerade passiert. Aber es ist halt schon viel hochwertiger, wenn du nochmal richtig Nachbearbeitung reinstecken kannst. Du hast ja auch gesagt, ihr habt dann ja auch dementsprechend geschnitten, dass das Tempo passt. Ja. Und das mit den Einblenden, welche Würfelwürfe gerade gemacht werden, was die Modifikatoren sind und dergleichen, ist, glaube ich, gerade für Leute, die Frischlinge sind, sehr hilfreich, weil man dann das sehr viel besser nachvollziehen kann. Das klingt nach einer, ist eine gute Idee. Ja, und wir haben auch diese gesamten Sachen wie Charaktervorstellungen und so einfach aus den Folgen rausgeworfen. Das heißt, bei uns geht es sofort los mit, und ihr seid in der Stadt Burgenstein und es passiert Folgendes. Und haben es quasi den ganzen anderen Rest in Einzelvideos ausgelagert, die man auch auf dem Kanal findet. Aber so, dass wenn man nur dieses Video sieht, man alles mitbekommt, aber es eher so ist, als würde man eine Serie sehen und weniger wie, es ist jetzt ein Pen-and-Paper-Livestream, wo man erstmal die erste Dreiviertelstunde Leute, Charaktere und Spielwelt erzählt, wie das funktioniert und Regeln erklärt oder so. Ja, der Rhythmus und das Tempo ist sehr unterschiedlich. Ja. Aber siehst gerade auch von Marissa PNP, dass es trotzdem so einen Live-Charakter hat, dadurch, dass es ist ja nicht so, es wird hochgeladen und dann guckt und irgendwann sagt man, da ist es da, sondern es gibt ja immer so einen Stichtag und eine Zeit, ab der das Ganze dann zu haben ist. Das stimmt. Und es ist natürlich trotzdem auch so, wir haben auch nicht super viel geschnitten. Ich glaube, bei einem Rätsel haben die Spielenden ein bisschen länger gebraucht, das haben wir ein bisschen gekürzt, weil es wirklich sehr lang war. Was ich noch sagen kann, ist, dass es einen längeren Kampf gibt, den wir nicht gekürzt haben, aber der letzten Endes ein bisschen zu lang war. Ansonsten haben wir nur so Kleinigkeiten gekürzt, so wo mal 2 Minuten Stille war oder irgendwelche Diskussionen mit irgendwelchen NPCs, die nie wieder aufgetaucht sind, weil wir sie vergessen haben oder irgendwie sowas. Ich glaube, insgesamt haben wir vielleicht 20 Minuten oder so rausgeschnitten bei den gesamten Folgen. Der Robert Hotzenplotz schreibt, ich glaube, ich muss D&D noch mal eine Chance geben, hatte Lust nach der ersten Folge, das zu spielen. Das Schlimmste an D&D ist, dass viele Leute nichts anderes kennen als D&D. Das Spiel selbst, gerade die 5. Edition, ist es ein gutes Spiel. Also vor allem, also ich habe auch sehr viel Spaß dran. Also vor allen Dingen ist es ein Spiel, in dem ich Spaß habe, auch selber zu spielen, weil man so viele verschiedene Charakteroptionen hat. Also das finde ich eigentlich ziemlich gut gehandelt. Was, NSCs, die vergessen werden? Das würde niemandem hier passieren. Das passiert zu häufig, ja. Zu häufig. Wir haben gestern erst Warhammer Fantasy weitergespielt. Und da spielen wir ja in relativ langen Abständen. Und ich war so verflucht. Mit welchem? Mit den 50.000 NSCs in dieser Stadt haben sie eigentlich schon geredet. Aha. Das ist für diesen großen Kampagnen auch ganz furchtbar. Ich habe ja jetzt auch angefangen, Maskenlisten in Yarathotep zu lesen und alter Schwede. Am Anfang jedes Kapitels wirst du erstmal mit den ganzen NSCs zugeballert. Ich glaube, im ersten Kapitel sind es, jetzt nicht beim Prolog, sondern im ersten richtigen sind es, glaube ich, 15 oder so, die theoretisch relevant werden könnten. Ich kann mich an keinen einzigen Namen mehr erinnern. Ich habe es, glaube ich, vorgestern gelesen. Nicht an einen kann ich mich erinnern. Es ist wirklich bei mir ganz furchtbar. Aber auch sehr lustig, Marie, ich habe zwischendurch auch wirklich so Ausfälle gehabt, das sieht man, glaube ich, auch in der ersten Folge direkt, das muss ich kurz erzählen, ist aber kein großer Spoiler. Da erzähle ich irgendwie, die sind dann in der Taverne und reden mit einem Seemann und der erzählt so Geschichten aus seiner Vergangenheit, so wie er früher um die Welt gesegelt ist und so weiter. Und ich sage dann sowas wie, ja, und ich bin einem Kraken begegnet. Und dann geht in meinem Kopf ab und ich denke so, Moment mal, die fliegen alle ja Luftschiffe. Scheiße. Wo kommt dieser Krake jetzt her? Ein Flugkrake. Ich hab darauf einfach den Luftkraken gemacht. Oh Gott. Man merkt es zum Glück nicht so richtig, aber solche Sachen sind mir auch häufig passiert. So Dinge, die wir uns nicht vorher überlegt haben, was aber okay ist. Man muss auch Lücken lassen im Worldbuilding. Eben. Lotti liebt den Luftkraken. So. Ich finde sowas eigentlich tatsächlich charmant. Wenn man sowas merkt. Weil der Reiz an Pen and Paper ist ja schon am Ende, dass egal wie viel man vorbereitet hat, ein guter Anteil immer noch Improvisation ist. Ja, und ich mag es manchmal schon ein bisschen, wenn man das dann auch merkt. Ja? Wenn alles zu glatt läuft. Das ja, oder das typische, wie heißt denn dieser NSC? Candy Planet. es ist ein weißer Zwerg. Jetzt könnt ihr euch überlegen, was ich auf dem Tisch hier liegen habe. Ja. Golfbälle? Nein, tatsächlich nicht. Golfbälle?
Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie das. Es war eine interessante. Also, du hast überlegt, was ich auf keinen Fall auf dem Tisch liegen habe. Und ja, und was weiß und klein ist. Du hast recht, ich habe nichts mit Golf am Hut. Absolut. Und am Ende kann es immer Seemanns Garn sein, meint der Chat. Ja, vielleicht das hat stimmt, er auch ja, genug. Da war es einfacher, ja. Stimmt. Ja. Aber am Ende ist es, du hast ja gesagt, ein Jahr Arbeit daran, bis es tatsächlich dann fertig ist. Das ist, glaube ich, mehr als die meisten Leute in eine Kampagne investieren. Wahrscheinlich, ja. Aber hat es sich für dich gelohnt? Bist du jetzt zufrieden? Kannst du dich zurücklehnen, das anschauen und sagen, ja, mein Spielenden macht Spaß, ich bin damit zufrieden. Das war's wert. Erstmal ja. Man findet natürlich immer auch trotzdem immer noch Sachen, wo man sagt, ach, das hätte ich besser machen können, das hätte ich besser machen können. Aber insgesamt, dass wir das jetzt so auf die Beine gekriegt haben und dass das alles gut funktioniert hat, da bin ich auf jeden Fall froh drüber. Wie gesagt, jetzt hängt es halt so ein bisschen davon ab, was das Feedback der Leute ist, die das Ganze gucken. Und auch das ist ja halt bisher relativ positiv. Und ich hoffe, dass es auch bei den nächsten 4 Folgen, die noch kommen werden, genauso sein wird. Und dann kann ich mich entspannt zurücklehnen. Also frag mich Anfang Februar nochmal. Okay. Vielleicht bin ich dann entspannter. Mal gucken. Snynrax Vaktos fragt, hat der Plot die Spieler überlebt? Ja, hat er. Ich bin. Natürlich. Das ist doch schon mal gut. Ja. Ich meine, es waren ja auch relativ viele Dinge dann geplant, die unterschiedlich laufen können zum Ende hin, wo dann die schon öfters angesprochenen wichtigen moralischen Entscheidungen also dann wirklich akut werden und alle am Schlöffelchen gepackt werden und wirklich Dinge entscheiden müssen, die Konsequenzen haben. Das finde ich per se immer gut. Erstens, weil es halt wirklich die Agenda in die Hände der Spielenden gibt. Und zweitens, weil wenn es keine Konsequenzen gibt, dann ist irgendwann am Ende eh alles beliebig. Also fand ich eine gute Idee. Eben. Ich versuche nicht zu spoilern, aber... Es ist schwierig. Vielleicht reden wir am Ende nochmal drüber, dann können wir alles aus... Nein, ich kann auch nicht alles ausplaudern. Na, mal schauen, wir gucken mal. Wenn es abgesetzt wird und keine zweite Staffel gibt, dann können wir alles enthüllen, was wir uns noch ausgedacht haben. Ja. Anfang Februar nochmal Telemark Kaffeeklatsch Podcast-Dings. Also wir können gerne, wenn es durch ist, nochmal drüber reden, aber ich gehe auch fest davon aus, dass in einem Tavernentresen dann drüber geredet wird, oder? Genau, beziehungsweise bei Würfelbande dann direkt auf dem Twitch-Kanal. Mhm. Wir machen, genau wie schon gesagt, zu jeder Folge ein Reaction-Video, ein Reaction-Stream, wo auch Fragen gestellt werden können und so. Und das werden wir dann auch bei der letzten Folge natürlich machen und dann werden wir auch nochmal einiges da beantworten. Aber wie schon gesagt, es gibt ja auch viele Geheimnisse, die die Spielenden auch noch nicht kennen, die quasi nur wir beide kennen. Und da kann man vielleicht auch nochmal drüber reden. Aber erst, wenn diese Geheimnisse nicht mehr gebraucht werden. Gut, wenn wir wissen, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Genau. Okay. Jetzt sind die Leute natürlich in der Zwickmühle. Einerseits wollen sie die Geheimnisse wissen, andererseits wollen sie auch, dass es weitergeht. Ja, die Geheimnisse werden ja auch aufgedeckt, wenn es weitergeht. Das stimmt, ja. Im Spiel. Nach und nach. Dann. Ja, Stückchen für Stückchen. Ja. Auch, was das für eine Runenschrift ist und warum es vielleicht wichtig war, sie vorher schon einmal festgelegt zu haben, ganz grob. Ich habe aber die Runenschrift mit Leuten aus meinem Discord getestet und die haben es rausbekommen. Nach Tipps, nach vielen Tipps von mir, aber sie haben es rausbekommen. Was damit gemeint ist mit diesen Runen, die ich aufgeworfen habe. Ja, super, dann funktioniert es schon mal. Also, ich finde, so Sprachrätsel können auch schon mal etwas fieser sein. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man kann den Leuten ja auch so immer noch mehr Tipps dazu geben. Der Luftkrake wird jetzt gefordert, mehrfach. Kommt alles, keine Sorge. Ich muss dran denken, dass wir für Kilionida irgendwann die Krakenminiatur gekauft haben. Und sie war sehr groß und sie war sehr cool und sie war sehr teuer. Und deswegen immer mal wieder ein Krake auftaucht, einfach weil... Aber ihr spielt ja nur mit Theater of the Mind. Ne? Ihr habt kein torten-dreistöckiges Stadtmodell oder sowas gebaut. Nee, wir haben das ist tatsächlich einer der großen Kritikpunkte, die ich an dem Ganzen habe. Ich habe ja schon gesagt, es wird Kämpfe geben und wir haben auch Battlemaps. Die sind noch sehr 2D-ig und zweckmäßig. Hm. Mal gucken, was wir daraus machen. Das Problem ist, wenn man halt so auf 3D-Gelände geht, muss man sich halt gleich mit den großen Business messen. Und da kommen wir, glaube ich, nicht hin. Wenn ich mir so Sachen angucke wie Dimension 20 und so weiter, die halt sehr, sehr vorlegen, was so Battle Maps und sowas angeht. Das ist schwierig. Also, ja gut, bei so einem Projekt ist es jetzt schwierig zu sagen, sag mal Steffen, wir können dir da aushelfen, aber sag mal Steffen, wir haben eine Menge 3D-Dungeon, teilweise auch schon sehr schick hergerichteten. Also, falls du eine Festung mit einem Geheimgang brauchst oder... oder du bist dann ja eh auch bei der nächsten Staffel dabei, weil die dann können wir nochmal drüber reden. Ja.
dann nerv ich direkt von der Front aus und nicht nur im Hintergrund. Musste viel im Vorweg von den Inhalten mit der Funkredaktion abgesprochen werden oder warst du völlig frei in der Konzeption? Wird gefragt. Es ist natürlich so, dass es immer eine Freigabe gibt, eine inhaltliche. Die ist aber meistens relativ entspannt. Also eigentlich machen wir es immer so, wir legen quasi fest, was ist das grundlegende moralische Thema des Ganzen. Festlegen im Sinne von, ich mache Vorschläge und wir einigen uns auf einen. Und dann baue ich daraus quasi das Abenteuer. Und dann gibt es meistens noch so 2, 3 Abstimmungen, wo die Kolleginnen nochmal Fragen stellen, wie eben zum Beispiel, hey, du hast hier eine krasse Stadt irgendwie entwickelt, warum verlässt du sie gleich am Anfang? Und das hilft halt total. Und am Ende gibt es nochmal einen so, ja, finden wir cool, das passt so. Aber auch dadurch, dass es halt ein Pen and Paper ist, letzten Endes weiß man immer erst hinterher, ob alles aufgegangen ist oder nicht. So. Ja. Bei uns hat es ganz gut geklappt. Aber es gab auch schon Pen and Paper, wo dieser moralische Kern einfach nicht rausgekommen ist aus dem Abenteuer bei uns, weil wir es irgendwie nicht gepasst hat. Und da war es dann halt so. Da kann man halt hinterher auch nicht viel machen. Ja? Da ist es vielleicht tatsächlich ganz gut, SpielerInnen dabei gehabt zu haben, die dafür gecastet wurden und die halt auch wirklich dabei sind, um das zu spielen. Denn, also ich mag die Bohnen ja, aber die sind nicht immer die einfachste Truppe, um sie zu spielleiten. Ja. Und vor allem, also ich glaube, wären es nicht die 6 gewesen, die wir jetzt haben, dann hätte ich auch nicht mit 6 Spielern gespielt, SpielerInnen. Weil es einfach wirklich, wirklich schwierig ist, das zu balancen. Ich habe vorher auch noch nie mit 6 Leuten, glaube ich, gespielt, weil ich immer so von der normalen Gruppengröße eigentlich von 4 ausgehe. Okay. Und deswegen war es das ist schon für mich eine Herausforderung, aber dadurch, dass die halt auch alle sehr gut aufeinander Acht gegeben haben, hat das super funktioniert. Und natürlich ist es so, dass mal in der Folge jemand ein bisschen mehr Redeanteil hat als jemand anders, aber das kann man, glaube ich, nicht vermeiden bei 6 Leuten. Ja, das ist... Es ist auf jeden Fall ziemlich schwierig, das dann hin und her zu balancen. Ich glaube, die größte Gruppe waren 9. Das ist schon krass. Ja, und ich habe eine Privatgruppe, die mich sozusagen als GM angeheuert hat. Die sind immer 7 oder 8. Das ist auch nicht ganz einfach. Heftig, ja. Ja, aber es ist genauso eine Übungssache wie alles andere, glaube ich auch. Aber ich meine, wir sagen alle immer, 4 Leute sind der Sweet Spot. Da haben alle einen guten Sprechanteil. Und vor allem die Spielenden brauchen auch durchaus Selbstdisziplin und gute Zusammenarbeit untereinander, damit das mit 6 Leuten funktioniert. Das ist das Wichtigste. Es geht ja nicht nur darum, dass der Spielleiter oder die Spielleiterin die Leute irgendwie im Zaum hält, sondern die müssen sich auch gegenseitig ein bisschen aufeinander aufpassen. Fördern und auch mal still sein können, wenn jemand anders gerade eine coole Szene hat. Ich meine, es ist auch lustig, immer wieder sich umzudrehen und zu sagen, du bist gar nicht dabei. Das ist richtig. Der ich auch schon oft das haben. Ja. Es wird auch gefragt, wie viel dann fertig geplant war und wie viel dann spontan von dem Plot irgendwie entstanden ist und oder ob die Spielenden vorher Eckpunkte kannten. Die Spielenden kannten das Setting und wo es startet, aber das war's, ne? Genau, richtig. Und ansonsten würde ich so sagen, war 50% relativ fix, was vor allem halt daran liegt, dass man, wenn man halt nur einen, wir haben halt nur eine gewisse Produktionszeit. Das bedeutet, Zeit ist eine endliche Ressource bei uns. Das bedeutet, dass man sich halt als Autor von dem Ganzen zumindest so sicher sein muss, dass alles, was man machen möchte, in diese Zeit reinpasst. Und deswegen ist gerade der Anfang recht railroady, zumindest für Leute, die erfahrener sind, was Rollenspiele angeht. Das wird dann mit der Zeit offener. Und ich glaube, am Anfang ist es noch relativ klar so. Und irgendwann wird es dann aber sehr, sehr offen. Und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, so, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt, nach dem Motto. Oder an einem Punkt in der Geschichte steht auch, hier können die Charaktere 30 verschiedene Sachen machen. Davon haben sie 2 gemacht. Und die anderen haben mit Zeit nicht mehr gepasst. Und das ist auch fein. Aber das, so ungefähr in dem Anteil, würde ich sagen. Mhm. Aber tendenziell finde ich immer, dass gerade wenn es so um Pen and Paper als Show geht, also nicht unbedingt als Stream, sondern als Show, ist es tendenziell eher mal ein bisschen geskripteter. Okay, und es wurde gefragt, wie ist es denn mit den Kämpfen, weil du vorhin ja auch gesagt hast, es gab einen Kampf, der relativ lang ist. Wenn man gar nicht so viel Bock auf Kämpfe hat, auch als zuschauende Person, ist das trotzdem dann was für 1? Ich glaube ja. Also wir haben, das kann ich vielleicht sagen, wir haben einen großen Kampf und das war's. Ansonsten haben wir keine Kämpfe oder keine vollwertigen Kämpfe, sage ich mal.
Und den haben wir hoffentlich so spannend gestaltet, dass er auch für Leute, die wenig Interesse an Kämpfen haben, spannend ist. Das müsste dann der Endkampf auch wirklich sozusagen der Abschluss Ja, der genau. Staffel gewesen sein. Ja, das ist ja nicht nur ein Kampf. Das sind dann, also wenn es so gelaufen ist, wie es vorher geplant Ja. war, dann sind es ja ganz viele Dinge, die da gleichzeitig Genau. passieren. Und unter anderem wird gekämpft, während diese anderen Dinge Genau. passieren. Genau. Genau, genau. Okay. Ja, das Sphärengeselle hat es nochmal ZDF-Mediathek geteilt. Ja, Vielen Dank. genau. Ja, ich glaube, wir kommen Ja. auch langsam zum Ende von dem Gespräch. Ich glaube, also es war ja jetzt gerade, wir haben gar nicht so viel über Worldbuilding geredet, sondern auch viel auch einfach über Gruppenbuilding, sag ich mal, Ja, und stimmt. Projektbuilding, wobei das ja wirklich Hand in Hand ging. Und eben dann manchmal auch Dinge genauer ausgearbeitet würden, weil sie für die Form dieses Projekts wichtig sind, was bei einer normalen Rollenspielrunde in Anführungsstrichen vielleicht gar nicht so im Vordergrund stehen würde. Nämlich halt eben auch so Sachen, wie kann man die Sachen beschreiben und wie kann man die Szenen so strukturieren, dass das für die Kamera gut funktioniert. Das war teilweise ja auch ein Part davon. Und ich finde, ein schwieriger Teil war immer oder ist immer, Sachen so aufzuschreiben, dass es auch Leute verstehen, die das zum ersten Mal lesen. So, das ist immer nicht gerade einfach, muss ich sagen. Ja, damit die Leute bei Funk auch verstehen, was du von ihnen wolltest Ja, oder was du das ist vorhast. nicht so, dass sie keine Ahnung haben, aber trotzdem, wenn man seine Gedanken irgendwie versucht, zu Papier zu bringen und die einfach jemanden hinwirft, kann es dann manchmal sein, dass die Person denkt so, hä, was? Was bedeutet dieser Satz? Ja, für So. Zielgruppen schreiben. Ja. Ich muss zugeben, dass Deutschunterricht ich sehr viel mehr mit der Zeit tatsächlich gebraucht habe von dem, was man da gelernt hat, als ich Das stimmt, ja. ursprünglich vielleicht zugegeben hätte. Ja, weniger Mathe, aber mehr Deutsch, stimmt. Ja. Und Philosophie, kurioserweise. Ab wann darf man das denn sehen? Die erste Folge ist schon gelaufen. Genau, die Und erste Folge gibt wann, es genau. schon. Wann ist immer der Stichtag? Immer dienstags um 17 Uhr kommt eine neue Folge. Das bedeutet, jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr kommt eine und dann im neuen Jahr die letzten drei. Und immer mittwochs um 20 Uhr. Bisschen Konkurrenz zu euch, aber es gibt keinen Tag, wo man nicht Konkurrenz zu euch ist. Manchmal gibt es dann die Reaction-Show. Manchmal streamen wir nicht, Steffen. Das stimmt, ja. Manchmal sind wir nicht da. Ja, aber dann reactet ihr zu dem und man kann sich auch mit dir und zumindest gestern waren es zwei Mitspielende Genau, unterhalten ja. darüber. Genau, wir haben immer eine bis zwei andere Leute dabei von den Spielenden und dann lernen wir die auch ein bisschen besser kennen. Das heißt, werden die auch durchgetauscht? Ja, Wer genau. dabei ist? Okay. Gestern ganz weit dabei und dann nächste Woche ist jemand anders dabei. Und am Ende wollen wir nochmal alle zusammenkriegen und gucken, ob wir es schaffen, terminlich. Aber genau. Okay. Was Kann man da. bedeutet, es fällt mir gerade auf, dass ich dann vielleicht Anfang Januar nicht bei Strixhaven dabei sein kann, leider. Fällt mir Steffen! gerade auf. Team Tiefsee! Ja, ist mir gerade auch. Das nächste Jahr ist noch so weit weg gewesen. Jetzt ist es schon übernächste Woche. Naja. Nein! Ja, gut, dann bist Müssen du wir nochmal halt mal gucken. einmal nicht dabei bei Strixhaven. Wir werden es überleben. Denke auch, denke auch. Mal gucken, ob die Runde auseinanderfällt, wenn Tiefsee nicht dabei ist, oder ob sie auf einmal viel konzentrierter arbeitet. Wir werden es sehen. Beides halte ich So, für solange da noch möglich. nicht der Ball ist, geht das alles. Ja, ich glaube, der Ball wird erst übernächste Folge sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dann bin ich wieder dabei. Beim Ball will Ja. ich dabei sein. Ja. Ich glaube, nächste Folge wird noch größtenteils, welche Kostüme tragen wir und mit wem gehen wir aus sein. Auch spannend. Naja, ich kann ja bei euch parallel mitspielen und reacten. Mal gucken, ob das funktioniert. Parallel. Das ist eigentlich eine gute Voraussetzung für so eine klassische Verwechslungskomödie. Ja. Ja, stimmt. Ja. Das ist nicht eine Person, die versucht, gleich zwei Dates gleichzeitig zu machen und immer von dem einen Restaurant ins andere rennt, ja, sondern jemand, der versucht, auf zwei Rollenspielveranstaltungen gleichzeitig zu sein und immer das eine Mikrofon leise und das andere laut macht und sich dann natürlich Dinge verwechselt. Ja. Ich glaube, irgendwann würde ich durchdrehen wahrscheinlich. Okay. Ich würde sagen. Zum Abschluss nur noch, es wurde schon gepostet, es ist in der Mediathek und die Würfelbande-Kanal, den findet man auch hier auf Twitch und auch auf YouTube, ne? Ja, genau, Genau. überall da, wo es Videoinhalte gibt. Und was du vorhin schon erwähnt hast und was ich finde, dass wir zum Abschluss vielleicht auch noch mal kurz drüber reden sollten, ist, du hast nämlich vor, die Nyarlathotep-Kampagne zu spielen. Also nicht Ja. für Funk, sondern einfach nur so für dich und das Internet. Ja, genau. Für Amtalantresen ist das ja mein anderes Projekt, was ich auch noch mache. Und da spielen wir, fangen wir nächstes Jahr an mit, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres an mit
Masken des Nyarlathotep. Es wird spannend, nachdem endlich diese riesige Box bei mir die ganze Zeit im Dingens im Schrank stand und mich angeguckt hat mit diesem gruseligen Auge vorne drauf. Habe ich sie endlich geöffnet und ich bin etwas überwältigt. Ich habe zwar auch mit dieser Gruppe ja den Orient Express gespielt, den ihr jetzt auch spielt, aber ich finde, Masken des Nyarlathotep ist noch ein bisschen massiver, habe ich das Gefühl. Das ist ein Brett, ja. Ja. Aber auch ein cooles Brett. Und was ich sagen wollte ist, wir überlegen das auch, weil wir haben eigentlich mehr oder weniger so als One-Shot die neue Vorgeschichte, also das Kapitel in Peru, neulich gespielt. Und sehr viele Leute haben gesagt, oh toll, was ist das denn aller Top-Tipp? Schön, dass ihr das auch spielt. Ja. Und aktuell ist die Idee, ja, wir spielen es auch und dass wir zwei uns dann vielleicht immer mal wieder zusammensetzen und drüber reden, ob wir Dinge gleich oder unterschiedlich angegangen sind und warum wir vielleicht Dinge unterschiedlich angegangen sind, unterschiedliche Sachen geändert haben und wie wir es auf die Gruppen angepasst haben. Ich glaube, ja, das könnte auch ganz spannend sein. Ja, total. Ich glaube zwar, dass wir deutlich langsamer vorankommen werden als ihr, aber das ist, glaube ich, okay. Dafür spielen wir ja wöchentlich. Vielleicht gleicht sich das dann so ein bisschen aus, keine Ahnung. Ja. Also ich rechne so mit mindestens einem Jahr Spielzeit. Ich meine, wie lange habt ihr jetzt an deiner Shadowrun-Kampagne gespielt? Auch so ziemlich genau ein Jahr, ja. Ah, okay, es kam mir länger vor. Ich dachte, es wäre irgendwie schon seit... Es kam mir auch länger vor. Nicht wegen der Kampagne, sondern wegen anderen Sachen. Ich glaube, es waren 43 Folgen. Okay. Wir haben nicht genau jede Woche gespielt, es haben mal ausgesetzt. Okay. Das ist ja nicht gerade wenig. Nope. Ich glaube, es ist auch mal entspannt, so eine fünffolgige Abenteuerserie zu machen, ist auch mal schön. Ja. Gehen Dinge schneller zu Ende und schneller voran. Aber deswegen, jetzt als nächstes machen wir gleich das nächste. Wir machen das ja laut, let's go. Oh, es wird gerade gefragt, gibt es eigentlich auch Pläne, mit dem Buch der 13 Schatten weiterzumachen? Das ist eine lose Kampagne, die wir mal gespielt haben, Cthulhu unter anderem mit dem Bernhard Hennen. Ich glaube, das wird aktuell erstmal nicht weiterlaufen, weil Bernhard vollkommen in Arbeit versinkt im Moment. Ich meine, das ist einerseits gut, ne, weil als Autor Arbeit haben ist immer eine schöne Sache. Aber ja, andererseits neigt Bernhard auch dazu, ein Projekt anzufangen und es dann doppelt so groß zu machen, als es vielleicht ursprünglich mal geplant war vom Umfang her. Also der ist tatsächlich erstmal eine ganze Weile raus aus solchen Sachen, deswegen weiß ich es nicht. Fünf aber Folgen. Ganz viele fantastische andere Sachen. Ja. Fünf Folgen sind ein One-Shot für ihn. Und das waren 49 Folgen, ja. Aber wie gesagt, ich fände es schön, wenn wir uns da abstimmen. Und neues Jahr heißt auch, dass wir mal gucken, welche Projekte wir generell irgendwie weiter zusammen machen. Mir gefällt sehr, dass wir über die letzten zwei Jahre und das letzte Jahr auch tatsächlich konzentrierter mit dir, mit Ben, mit orkischem Geschmack. Und du hast ja Haselnuss zum Beispiel auch empfohlen. Stimmt, die inzwischen oft bei uns mitspielt. Und über Haselnuss kam jetzt Pancake-Cosplay und so weiter und so fort, dass da sich eben als so eine Gruppe aufgebaut hat, wo man sich untereinander austauscht und einfach auch mal neue Sachen ausprobiert. Und ich finde, das sollten wir weitermachen. So. Absolut, absolut dafür. Ja. Und bei allem dabei. Als nächstes Itras B. Ja, genau, erstmal Itras B. Guck mal, wie das läuft. Ich bin sehr gespannt, was das Deck des Schicksals uns bereithält. Genau. Okay. Das machen wir dann live. In zwei Wochen. Heide, der schreibt, ja, ich lache auch noch Shadowrun im August zu Ende, sag ich nur. Ja, genau, ja, richtig. Ich hatte ursprünglich mal gesagt, so, wir sind im August durch. Schnitt, Ende des Jahres. Ja. Nun ja. A few months later. Klassische Rollenspiel-Dramaturgie. Ja. Okay, dann würde ich sagen, Nico, wenn du noch da bist, such doch was raus, wo wir hinraiden. Und wir verabschieden uns in den Feierabend, in den Wohlverdienten. Vielen Dank, dass du da warst, Steffen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Mairi, und dass du mir geholfen hast bei diesem wundervollen Projekt. Also erstens, ich wurde mit Geld dazu gezwungen. Zweitens, ich hatte wirklich Spaß dabei und ich würde mich darauf freuen, dass das damit auch noch weitergeht, auch mit der Zusammenarbeit. Noch kriege ich keine Rückmeldung von Nico. Wir waren Maukis online. Mauke ist online und ich glaube, ihre Ankündigung war, Achtung, diese Streamerin ist seltsam. Wo ich mir denke, so wer jemals auch nur 5 Minuten Mauke gesehen hat, weiß das, fürchte ich. Das stimmt. Ansonsten Familiennerd ist online, da findet sich doch was. Bestimmt. Die Eriksen auch da, wird gerade geschrieben. Ich gucke immer, ich finde es immer schön, irgendwie den kleineren Kanal
zu raiden, wie zum Beispiel. Das geht auch immer. Jingle Channel wird ein Weird West Weihnachten gespielt. Das finde ich, das klingt interessant. Das klingt sehr gut, ja. Gut. Probieren wir das doch aus. Dieser Kanal richtet sich an Erwachsene. Unsere auch, ja, das klingt dann so dramatisch. Alles harmlos, aber man muss es einmal irgendwie festgelegt haben, um auf der sicheren Seite zu sein. Okay. Achtung, kommt jetzt einen Kanal, auf einen Kanal für Erwachsene. Achtung. Und zwar jetzt gleich. Ich mache aus und raide euch rüber. Tschüss, Steffen. Was machen wir noch? Oh, wir haben morgen wieder Community-Tag und am Samstag machen wir ein Warten aufs Christkind-Stream, wo ich vielleicht in die Alpha von dem Rogue Trader-Spiel reinspiele, was übrigens gut ist. Es ist voll gut. Ich muss es euch zeigen. Okay. Bis dann, liebe Leute, und tschüss. Macht's gut. Danke euch. Tschüss.